hat in die Gruppe reingeguckt und so, oh, die suchen gerade einen Vortrag und gerade während der Semesterferien habe ich wieder Vollzeit die ganze Zeit bei meinem Werkstudentenjob rumgeschrieben und da dachte ich mir, gut, jetzt wo du gerade drin bist, da kannst du wenigstens gleich mal deinem Narzissmus nachgehen und gleich einen Vortrag machen. Und aber ich benutze allerdings C++ erst so seit einem Jahr intensiver, deswegen zerpflückt mich ruhig, aber lass mir noch ein bisschen Würde. Und ja, und ich mache das eben auch, weil ich natürlich auch mal ein bisschen Rückmeldung will, weil ich hatte ja offensichtlich, jetzt ist irgendwie alles weg, oder? Hört ihr mich noch? Weil ich werde ja garantiert nicht alles richtig gemacht haben und allgemein habe ich manchmal das Gefühl, es von hinten durch die Brust ins Auge, weil man einfach noch nicht so die typischen Patterns kennt und habe aber eben auch so mit dem naiven Ansatz, ich habe irgendwie einen Problemfall und bin da erstmal naiv rangegangen und hatte da so eine quasi eine Leidensgeschichte. Aber, und die dürfte aber auch für jeden, der das Problem hat, ganz interessant sein. Da dachte ich mir, da mache ich gleich mal was draus. Und zwar, wie ihr schon seht, Thema steht dran. Da hatte ich eigentlich so drei hingeschrieben, persistente Daten mit C++ leicht gemacht. Also, Klick. Was ist die Motivation dahinter? Wupp, genau. Das Ganze kann man von zwei Perspektiven sehen. Und zwar einmal, entweder ich habe schreibe jetzt gerade eine Anwendung und irgendwie muss ich irgendwo Daten hinspeichern. Und das wäre so die eine Perspektive. Das heißt, ich will irgendwie Daten persistent machen. Oder, was dann eventuell die zweite, was mein Anwendungsfall war, war, ich habe mir schon irgendwie ein Datenbankdesign ausgedacht oder kriege das Datenbankdesign irgendwo her. Ist irgendwie was von extern, muss mich daran anbinden. Wie mache ich das jetzt mit C++? Ich habe da irgendwie Datenbanken und muss jetzt an die Daten ran. Bei meinem Fall waren das irgendwie Messdaten, die da hin müssen und denkt sich natürlich erstmal das datenorientiert aus und wie mache ich das jetzt? Genau, bitte weiter. Und quasi unter dem Motto, ich muss die Daten wegschaufeln, gibt es ja verschiedene Ansätze. Der naive Ansatz ist natürlich erstmal mit Dateien, kennen wir alle leidig. Die Binärdateien zum Beispiel habe ich schon, da geht es schon los mit Problemen wie Byte Order. Ist es jetzt Big oder Little Endian, also so gefriergetrocknet, das einfach irgendwo hinschreiben, ist eigentlich keine gute Idee. Dann nächste Idee wäre vielleicht Textdateien, da habe ich aber auch wieder das Problem, muss mir ein Format ausdenken, muss das Ganze wieder irgendwie parsen, habe dann mit Codierung wieder ein Problem, ist das jetzt UTF-8 und mit BOM, ohne BOM und hab Dateisystem Spaß und eventuell wollen ja dann auch mehrere Leute an dem Ding rumschreiben oder ich werde vielleicht mittendrin, wenn ich in die Datei schreibe, abgebrochen. Und dann stehen dann nicht konsistente Daten drin, ja auch nicht gerade schön, schon alleine, wenn ich als einzelnes Programm laufe. Spätestens dann, wenn ich irgendwie multithreaded bin oder wenn es mehrere Anwender gibt, wird es ja dann ganz kompliziert. Und dann habe ich natürlich dann irgendwann sowas wie eine Datenbank. Und ja, da gibt's, kann man ja eigentlich fast schon sagen, gibt es einmal das nicht-relationale Lager, wo man jetzt so mit dem Bigtables und NoSQL arbeitet. Oder in, hier bleibe ich jetzt mal ein bisschen konservativ. Ich habe eine relationale Datenbank. Bietet sich zum Beispiel bei Messdaten natürlich auch an. Ich will da dann irgendwie große Anfragen machen und nicht irgendwie ganz schnell was wegspeichern, sondern irgendwann will ich große Leseranfragen machen und da irgendwie Korrelationen finden. Und auch relationale Datenbanken ist das, was man ja immer noch meistens bekommt, wenn man einfach mal ehrlich ist. Genau. Okay. Ja, ich habe doch gesagt. Genau, weiter. So. NoSQL, man kann den beliebigen Datenbank-Experten fragen, der wird gleich wieder sagen, alles nur Modeerscheinung, muss man jetzt für sich selbst finden, aber das habe ich öfters gehört, ob es jetzt mein Datenbank-Prof ist oder jemand, den ich kenne, der jetzt bei Robotron arbeitet, die sagen natürlich auch, ja, alles Spielerei und Jux, was Facebook und so da macht. Ja, im Business gibt es halt immer noch relational. Ja, weiter bitte. Und mein erster Ansatz war, ich hatte ein C-Programm damals noch geschrieben, weil meine C++-Kenntnisse ja noch total im Argen lagen vor anderthalb Jahren. Und da dachte ich, okay, C beherrsche ich aus dem FF und wollte sowieso noch ein bisschen mehr C schreiben, also bleibe ich mal dabei zum Daten einlesen und was ist da so ein bisschen der goldene Standard, ist da ODBC von Microsoft. Denken wir erstmal, Microsoft, da haben sie tatsächlich mal was Gutes hinbekommen, man mag es kaum glauben, kam eben so Anfang der 90er raus, so 92, 91. Und ja, hat eben das Schöne, also man mag es kaum glauben, schon da waren sie zum Beispiel thread-safe und also man merkt richtig, das war wirklich wo man in irgendwie Energie reingesteckt hat, weil damit kann man wirklich Geld machen und das ist halt wirklich was man haben will. Und ODBC läuft eben darüber, ich bin hier die Applikation und das ist dann eben richtig schön, ich kann hier direkt sagen, okay,
irgendwie kriege ich hier einen Connection-String oder ich kriege irgendwie eine Datei oder ich kriege einfach nur einen Namen sogar. Und die Namen sind dann bei der Windows-Systemsteuerung hinterlegt. Hinter dem Namen steht dann die eigentliche Datenbank. Was ist das für eine? Was für ein Treiber? Welche IP? Login-Daten? Aber so übernimmt das für mich alles der Treiber-Manager. Und der geht dann hier runter über die Konfiguration, die eventuell schon hinterlegt ist. Und der verbindet sich dann mit der Datenbank hier. Und das Schöne ist, das muss jetzt nicht mal SQL sein, sondern das kann für alle großen Hersteller sein. Das kann Microsoft SQL Server sein, für den ist es sogar der native Weg ranzugehen. Das kann PostgreSQL sein, das kann die Oracle sein, das kann die anderen großen, also Sybase und wie sie alle heißen. Auch SQLi zum Beispiel. Also eigentlich gibt es für jede Datenbank, sei sie noch so exotisch, gibt es einen ODBC-Treiber. Das ist sogar so weit gegangen, dass es tatsächlich auch Linux-Ports und Unix-Ports von ODBC gibt, weil es eben so eine erfolgreiche Schnittstelle ist. Und weil man dann eben wirklich als Programm sehr portabel bleibt, ich habe halt wirklich nur irgendwie meinen Connection-String, den kriege ich vielleicht über eine Parametereingabe und dann bin ich schon verbunden und habe ein einheitliches Command-Line-Interface eben. Der noch naivere Ansatz, den ich jetzt schon direkt übersprungen habe, den ich aber auch noch beim Datenbanken damals gelernt habe, war Embedded SQL, aber das heißt, ich schreibe irgendwie so SQL-Präprozessor-Direktiven in meinen Code und dann läuft da ein extra Compiler drüber, aber das ist richtig, richtig schlimm. Und so habe ich eben eine vereinheitliche C-API, weiter bitte. Und ja, aber da geht es eben schon wieder los, ich habe eine C-API. Und ich habe ja so drunter geschrieben, ja, man merkt, die Windows 32 API-Kollegen von Windows haben da eben auch ein bisschen drin rumgefuscht. Also es hält sich für Windows, für Microsoft Standards noch in Grenzen. Die Signatur hat hier nur, wie viel sind es? 7 Parameter. Das ist für Windows 32 noch gar nichts. Wer schon mal auf Windows einen Prozess erzeugt hat, der weiß, die Create Process, die ist noch viel schlimmer. Und das ist, kann man das lesen? Ich hoffe. Gerade so, ja, das ist halt so der typische Code, das ist jetzt auch von mir, was man dann so schreibt, wenn man sich eben verbinden will. Hier dann zum Beispiel irgendein Handle, was dann natürlich irgendein Void-Pointer ist, also wieder irgendwelche Typdefinitionen bei C. Und dann eigentlich wie gefühlt fast jede C-API, ich habe irgendwie eine State-Machine im Hintergrund und ich habe hier meine ganzen Systemrufe und die geben immer auch wieder Präprozessor-Makros zurück, also die geben dann SQL Success oder SQL Success with Info zurück, was dann natürlich auch wieder irgendeine Enumeration ist. Und fange dann eben an, hier mir die Structs aufzubauen, damit ich dann mich verbinden kann. Und dann gucke ich eben, okay, ich habe mich verbunden. Okay, war Connector für den SQL Success. Okay, dann kann ich einfach sagen, okay, alles war toll. Wenn SQL Success mit Info, dann geht es schon los, irgendwie jetzt den Error rauszufinden, weil warum konnte ich jetzt mich mit der Datenbank nicht verbinden? Und das passiert dann doch mal häufig, irgendwie Netzwerkprobleme oder Nutzer nicht richtig angegeben und dann ist das schon das typische Problem wie bei jeder C-API. Da muss ich jetzt erstmal anfangen, okay, ich muss jetzt erstmal einen Haufen SQL Small Int, also jede Typdefinition ist da extra bei ODBC auch, musste man damals wahrscheinlich auch machen, SQL Char und muss man da jetzt erstmal Puffer aufbauen, die ich dann der SQL Diag Record, also gib mir den Diagnose-Rekord, dann gebe. Auch wieder so 6 Parameter, die Hälfte davon natürlich die Längen. Und dann habe ich überhaupt erstmal, was ist passiert. Irgendwann habe ich mir dann natürlich ein Präprozessor-Makro dafür geschrieben. Ist ja klar. Und ja, das ist eben das Problem. Immer noch eine C-API. Könnte besser gehen. Aber es ging auf jeden Fall schon mal. Next, bitte. Nee, ist ein Übersprung. Genau, und wie sieht das dann aus, wenn ich die Daten tatsächlich rumschaufle? Okay, ich muss mir irgendwie meinen Select hier gefriergetrocknet reinlegen, also habe hier Select, Measurements, bla bla bla, where und dann, wo die variablen Laufzeitparameter reinkommen, habe ich dann ein Fragezeichen und die werden dann ersetzt. Quizfrage, warum schreibe ich nicht direkt irgendwie dann String konkateniert, also warum hänge ich nicht direkt die Parameter, die ich bekomme, in die Query rein? Kann mir das jemand beantworten? Exakt, wenn ich das nämlich sonst direkt reinmache, dann kann ich ja vielleicht von irgendeinem böswilligen Benutzer dann irgendwie Drop-Table-Student bekommen und da steht dann meiner Query drin und dann ist die Kacke am Dampfen. Deswegen hat eigentlich jede Datenbank-API sogenanntes Binding, das heißt, die übernimmt für mich da jetzt die schlimmen Zeichen rauszunehmen, das Ganze zu entschärfen mit Anführungszeichen etc.
Weil SQL Injection ist halt trotzdem immer eben noch leider das Standardproblem, die Standardsicherheitslücke, weil eben Leute das vergessen und direkt die Parameter irgendwie in ihr Query reinschmeißen. Also das ist schon der Grund, warum wir diese Binderei eben, weil sonst SQL Injection so die Standardsicherheitslücke schlechthin. Es wäre natürlich sehr viel einfacher, wenn man es einfach hier hinschreiben würde und fertig, aber genau deswegen macht man das. Und man sieht schon wieder, okay, Bind-Parameter nimmt auch wieder so an die 6 Parameter. Da gebe ich ihm wieder das Statement-Handle. Ich habe gerade ein Statement am Laufen, da habe ich ein Handle dazu und gebe ihm da, okay, kommt das rein oder raus und was ist das für ein Typ in C und was ist das für ein Typ in der Datenbank? Wie lang ist das so? Und dann habe ich ja noch das Problem, ich kann ja in der Datenbank kann ich ja zum Beispiel Nullwerte haben. Das heißt, ich habe irgendwie eine Zahl und die kann entweder 0 sein, die kann irgendwas Positives sein oder die kann auch nicht angegeben sein, dann ist die null und nicht 0. Und bei C macht man das dann natürlich entweder mit Pointern, sodass entweder der Pointer zeigt auf eine allokierte Int oder er zeigt eben auf null. Kann ich das machen oder ich habe dann hier eben noch so einen Indikator und dann kriege ich noch so einen Indikator zurück und muss danach lesen. Naja, aber es funktioniert schon mal und ganz unten hier, mein SQL Debug ist das Makro, was ich geschrieben habe und irgendwann mache ich dann SQL Execute und dann führt er das aus. Hier bricht es dann meistens gerne, wenn irgendwas nicht geklappt hat und dann hier unten kommt dann der Row Count und dann muss ich gucken, wie viele waren es jetzt, stimmt das soweit, wieder ein Haufen Auswertung, muss man die ganze Zeit im State im Hintergrund behalten. Aber es funktioniert schon mal. Next, bitte. So. Irgendwann bin ich dann natürlich auch zu C++ umgestiegen, obwohl ich wahrscheinlich mit Java schon 5-mal fertig gewesen. Aber naja, es gibt Gründe, warum man C++ benutzt. Einfach, weil es toll ist. Nee. Und zwar denkt man sich schon mal, okay, wie gesagt, C-API, ich will doch nicht mehr mit Return-Werten und Aeropre-Prozessor-Makros arbeiten. Ich will Exceptions haben, dafür ist es da. Genauso ist es mit Ressourcenmanagement. Ich will Destruktoren und Konstruktoren. Eventuell will ich es schon, wie ich es dann auch gemacht habe, ich will es schon reich, also Resource Allocation ist Initialization haben. Und ich will auch diese ganzen Hidden States weg. Ich will wirklich direkt sehen, was mache ich hier auf dem Codeschnipsel und nicht noch dran denken, was mache ich da im Hintergrund. Next, bitte. So, dann, ich hoffe, das kann man lesen. Okay, also bin ich dann zu Soki, habe ich ein bisschen im Internet geguckt, da gab es eine Datenbank, die heißt Soki, das stand mal für Simple Oracle Carl Interface. Dann dachte ich mir, naja, ist die denn okay? Da stand so da, ja, wird am CERN benutzt und quasi das positive Testimonial, CERN. Und wir sind ganz schnell und wir sind ganz toll und so das ganz vorne als Beispiel war eben, dass man hier irgendwann dann sein Datenbank-Handle hat, es ist immer noch irgend so ein Datenbanktyp, aber hier kann ich dann mit dem Stream-Operator direkt so die Query reinschieben, die hat dann auch wieder so Platzhalter und kann dann aber direkt noch in den Stream dann mit SokiUse zum Beispiel ist eine Funktion, dann das wieder binden, man sieht, es ist schon viel schlanker, hier steht bloß ein Member und nochmal der Name von dem Platzhalter und dann, wo es reinkommt, SokiInto. Und so habe ich das Ganze schon mal ein bisschen entschärft. Das ist schon mal halbwegs typsicher. Ich kriege Exceptions hier fange ich die ganzen hier Soki ODBC, Soki Error. Je nachdem, der hat halt mehrere Backends, ist auch wieder so, ich bleibe portabel von den unterschiedlichen Datenbankherstellern. Es gibt verschiedene Soki Backends, die bieten einem das auch an, dass man Low Level runtergeht, wenn es dann immer noch nicht schnell genug ist. Und ja, es geht. Man sieht eben schon, es ist schon bei beiden eine Verbesserung. Oder hier, wenn ich mich verbinden will, okay, habe ich dann einen Connection Pool, der macht also für mich auch wieder hübsch das Pooling, geht bei ODBC zwar auch, aber muss ich schon ein bisschen mehr betreiben und ja, funktioniert schon mal. Next, bitte. Problem ist eben, dass mit der Typsicherheit ist eben immer noch nicht so ganz, weil ich baue mir dann mein Objekt aus den einzelnen Typen zusammen wieder, das heißt, ich habe irgendwie eine Query und da rufe ich irgendwie 3 Strings und 2 Chars ab, aus dem genau mein Objekt besteht und dann schaufel ich die immer einzeln dann wieder mein Objekt rein und dann habe ich immer noch den SQL-Code eben im Code stehen, das heißt, ich habe da immer noch meine festen Queries, muss mir eigentlich quasi für jeden Anwendungsfall eine Query hinschreiben, so für jede Permutation, wer weiß, bei komplizierteren Objekten und wenn ich eine normalisierte Datenbank habe, habe ich ja dann irgendwie 6-7 Tabellen mit Fremdschlüsselbeziehungen. Das wird eine ganz schöne Arbeit, die Tipperei. Und dann muss ich dies und jenes binden und die ganzen Indikatoren.
Und meistens ist es dann so, dass ich dann, wenn ich Probleme habe, dann kriege ich die zur Laufzeit, wenn ich dann mal dahin gekommen bin von der Datenbank, dass irgendwie der Syntax falsch ist, dass irgendwas nicht klappt mit dem Typ. Ist also blöd, ich kann das nicht schon zur Compile-Zeit oder also während der Zeit, wo ich Code schon irgendwie rausbekomme. Next, bitte. Also gibt es sowas, nennt sich Object-Regional Mapping. Habe ich auch aus Bazoki gelesen. Dachte ich so, toll, die unterstützen das auch. Ja, schon, aber da, ja, bei uns nur redundant und dann nicht schnell und vergiss es einfach. Aber was ist die Idee dahinter? Dass ich eben direkt aus diesem relationalen Datenbankdesign wieder Objekte mache und auch zurück, weil ich bin ja dort objektbasiert und bei Datenbank bin ich relational, aber irgendwie muss man das ja zusammenkriegen. Also auch der Name und habe dann eben Typsicherheit, weil ich arbeite dann eben mit dem Typ, der sich daraus zusammensetzt und die Queries sind dann eben auch von dem Typ. Und wir werden das gleich sehen, die Queries baue ich dann eher schon wirklich, wie ich das bei C++ mir vorstellen könnte, wie so eine If-Expression zusammen. Das ist das Schöne. Und er kümmert sich eben auch darum, zum Beispiel, dass die Fremdschlüssel, also ich habe ja dann quasi dann nicht mehr nur Datenbank-Fremdschlüsselbeziehung, sondern ich habe dann Objekt-Fremdbeziehung. Das heißt, ich habe dann irgendwie ein Objekt und zu dem einen Objekt zum Beispiel das Objekt bei mir auch Verzeichnis. Und dann habe ich natürlich mehrere Objekte, Dateien, die zu diesem Verzeichnis gehören. Und dann will ich natürlich einmal die Richtung, dass ich nur das Verzeichnis lade und er lädt automatisch alle Verzeichnisse dazu. Und dann habe ich in dem Verzeichnisobjekt einfach nur einen Vektor von den Files oder eine Map, je nachdem, wie man es will. Und die lädt er dann, die kann er auch lazy laden, wenn es sein muss, und auch gleich mit Smart Pointern, sodass ich mich um die ganze auch um das ganze Ressourcenmanagement eigentlich nicht mehr kümmern muss. Und er übernimmt dann eben auch immer mehr semantische Prüfung, je mehr ich ihm sage. Und next, wie mach ich das Ganze? Das geht erstmal los. So sieht der Code dann aus. Die nennt sich ODB, die Bibliothek. Und zwar kann ich dann hier sagen, okay, ich würde ganz zu der Datenbank mich hin verbinden. Hier ist es gerade SQLite. Und dann habe ich hier meine zwei Objekte, John und Jane, gleich initialisiert. Und dann hole ich mir eine Transaktion. Die kann hole ich mir hier von der Datenbank. Ist übrigens thread local. Schon jeden, der sich wundert, die habe ich doch wieder so ein State im Hintergrund. Dazu sage ich gleich mehr. Und dann kann ich sagen, okay, die soll er jetzt irgendwie persistieren. Das heißt, die hat er jetzt irgendwie gespeichert. Allerdings bin ich immer noch eine Transaktion. Also jeder, der sich halbwegs mit Datenbank auskennt, weiß ja, ich habe da Transaktionen. Das heißt, so nach dem Alles- oder Nichts-Prinzip, dass die Konsistenz gewahrt bleibt. Und entweder sage ich jetzt, okay, jetzt gilt die Transaktion, oder ich sage, nee, war alles nur Jux und Tollerei und niemand interessiert das aber, weil die Transaktion kann man eben erst sehen, wenn sie committed ist und wenn sie bestätigt ist. Und kann dann eben hier hübsch dann auch mit Four Ranges zum Beispiel dann drüber jagen, was ich dafür Persons mit der Query bekommen habe, also welche Objekte haben jetzt zu dieser Query gepasst. Und kann zum Beispiel dann auch mein Objekt ändern. Ich habe die ganze Zeit immer noch die vollen Datenbank-Transaktionsgarantien, also ACID, also Atomicity, Consistency, Isolation, Durability. Kleiner Exkurs nochmal, also das heißt, alles, was ich hier mache, von hier bis hier, ist nach dem Also-Nichts-Konzept. Das heißt, niemand wird irgendwie so einen Zwischenstand sehen. Consistency heißt, man wird auch nicht irgendwie jetzt sehen, dass ich hier plus 1 inkrementiere, vielleicht tut da aber in der Zwischenzeit auch jemand anders plus 1 inkrementieren, dann habe ich am Ende irgendwie plus 0 oder plus 3 oder plus 2, so die typischen Nebenläufigkeitsprobleme. Und wenn es committed ist, dann ist es eigentlich auch fest. Die Datenbanken versuchen meistens, das dann auch direkt sofort, wie es geht, auf die Festplatte zu schreiben, sodass ich da wirklich eine gute Garantie habe, dass committed heißt, es ist da und ich brauche mich um nichts zu kümmern. Bei Hochverfügbarkeitslösungen heißt das auch meistens dann zum Beispiel, dass es gleich zwei Server bekommen haben und dann ist das wirklich in Stein gemeißelt. Und Isolation ist eben noch, dass es nicht untereinander sehen natürlich. Wie sieht das dann bei mir ungefähr aus? Ich habe dann hier so einen Shared Pointer auf die Datenbank, habe dann hier einen Vektor mit dem Typ. Also hier ist es schon getemplated, muss ich dazu sagen. Also MDDB-Type ist von meiner Datenbank so ein Template. Und habe hier halt mir dann immer so einen Datencache vor, weil ich lese die Daten immer nur und dann ist sie erstmal nur zum Anzeigen da, weil der Benutzer ist ja träge und dann muss ich nicht eine Transaktion offen halten, sondern ich cache mir das einfach nur. Und hier habe ich dann den Future.
wo mein Cache dann reinkommt. Und hier mache ich dann die eigentliche Laderei. Das heißt, ich habe hier eine Static-Funktion wegen Nebenläufigkeit, die rufe ich dann mit SCD Async auf und ihr bekommt einfach den SharePoint auf die Datenbank. Der bekommt eventuell eine Query, vielleicht will ich auch alle haben, deswegen hat er gleich einen Default-Parameter für eine leere Query, heißt einfach alles natürlich. Und ich habe hier noch eine Callback-Möglichkeit eingebaut, das heißt eventuell soll er noch jemanden Bescheid sagen, wenn er dann fertig ist, wenn er die Datenbank alles geladen bekommen hat. Und wie mache ich das denn? Also ich mache mir hier einen SCD-Vektor, einen Container, wo ich das Ganze reinstopfe. Ich hole mir eine Session, ODB-Session, jetzt ist die Session auf. Deswegen auch die Thread Local hier. Das denkt man erst kurz, Thread Local ist doch gar nicht schön für Nebenläufigkeit. Ja, nein, schon wenn man das so benutzt wie ich, ist das schon absolut perfekt, weil ich bin ja die ganze Zeit nur in diesem Async-Thread hier drin und dann ist das ja, dann ist das genau die, der Scope, den ich brauche. Nämlich, by the way, SCD Async garantiert ja nur Threads, die wie neu sind, sodass zum Beispiel dann auch die Laufzeitumgebung so ein Thread-Pooling machen können. Der Microsoft-Compiler, auf dem ich es nutzen muss, macht das zum Beispiel auch schon. Aber es steht auch drin, die garantieren, dass die Thread-Locals gelöscht werden und eben wirklich wie frisch sind. Also auch an Thread-Locals wurde gedacht. Es gibt zwar ein Proposal, dass es demnächst eine SCD Async-Launch-Policy gibt, wo der die Thread-Locals nicht mehr reinigen muss, aber ich vermute mal, wird nicht angenommen oder ist zumindest nicht Default oder man gibt halt einmal immer SCD Launch Async an, dann hat man das Problem auch nicht. Und ja, hier könnte ich noch, das habe ich auskommentiert, noch den sogenannten Tracer, das ist dafür da, dass ich jetzt hübsch locken kann, was für eine Query hat er jetzt genau genommen, da habe ich auch nochmal so ein bisschen Performance und Debug-Information, wenn ich das haben möchte. Und ja, dann habe ich einfach direkt von SCD Algorithm mein Move. Ich kriege einfach direkt eine Range von dem Result hier. Da kommt das Ergebnis rein. Und das ist wie so ein File-Stream. Also habe Anfang und Ende. Ich kann den Iterator jetzt nicht nach vorne und nach hinten schieben, aber ich kann ihn mal inkrementieren. Aber ich kann jetzt auch nicht den Iterator kopieren, weil wenn ich den Iterator kopiere zumindest und ich inkrementiere den einen, dann gilt das auch für den anderen. Ich glaube, das sollten die typischen Stream- Konvention sein für den Iterator, ich bin mir nicht sicher. Aber ich meine, man sieht, das ist nicht viel Code. Hier mache ich mein SCD-Move in den Container rein, mache noch eventuell den Callback, wenn es einen gibt, und gebe den Container in mein Future zurück. Das war's schon. Ja, next bitte. Wie kommt er jetzt natürlich irgendwie auf die Objekte? Wie sage ich ihm, ja, ich habe jetzt ein Objekt und wie sieht das jetzt in der Datenbank aus? Da gibt es natürlich zwei Möglichkeiten. Entweder ich sage ihm bloß, das ist mein Objekt und denke dir ein Datenbankdesign selbst aus. So ist sie sogar mit als Primär gedacht. Oder bei mir war es andersrum, das Datenbankschema war schon da. Und man arbeitet hier mit Pragmas, die haben einen eigenen Compiler, die haben ein GCC-Compiler-Plugin und der rattert dann über die Dinger drüber und generiert dann nochmal drei neue C++-Dateien. Und hier steht eben drin, okay, PragmaDB, was eben für Datenbank, die Klasse hier ist ein Objekt, das Objekt geht auf folgende Tabelle, die Standard-Balk-Größe, also die Standard so, dass er das schon immer mal in größeren Häppchen sich holt, das kann man natürlich austarieren, wo es am besten passt, das soll er schon immer mal 500 immer am Stück holen, habe ich jetzt noch nicht irgendwie geprofiled, aber ich habe es einfach mal 500 genommen. Dann hier noch, das sind so noch ein paar Parameter, was alles generieren soll an Code, wenn es nur kleiner sein soll. Und hier steht dann auch noch, welchen Smartpointer er nehmen soll. Man kann auch eigene Smartpointer nehmen. Man kann ihm sagen, das ist wirklich irgendwie so benutzerdefinierte Smartpointer und benutzerdefinierte Container nehmen soll. Und es gibt natürlich dann Anforderungen. Und hier habe ich dann einfach meine Member, okay. Dieser Member hier geht auf folgende Spalte in der Tabelle, die bcolumn, hat folgenden Typ in der Datenbank, bei mir ist es ein Unique Identifier, und die Objekte will er auch irgendwie unique haben, damit er dann eben weiß, ja, hat sich das jetzt geändert, und so für seine Interna, deswegen steht ja auch ID, dann weiß er, okay, das ist mein Unique Identifier für die Objekte, sodass ich die schnell vergleichen kann oder schnell gucken kann, wenn ich ein
wenn ich jetzt einen Container von Objekten habe und ich sage ihm jetzt update das mal, ob sich in der Datenbank was geändert hat, und dann guckt er wirklich nach den IDs, ob sich was geändert hat. Und sage ihm auch, ja, das kann nicht null sein. Und dann habe ich hier im Boost UUID. Und das geht ja so weiter. Hier habe ich zum Beispiel ein anderes Objekt, so ein Froengine Key. Das heißt, ich habe eine Klasse Measurement, die kann mehrere Measurement-Data behalten. Das heißt, das hier ist eine Messreihe und das hier ist dann eine einzelne Messung. Macht ja irgendwie semantisch Sinn. Und die Measurement hat bei sich natürlich ein Shared Pointer drin und hier um ein Retain-Count-Cycle, also gegenseitiges Retainen zu brechen, hat er hier natürlich einen Weak Pointer. Und ja, das Ganze geht dann natürlich für die anderen Typen so durch. Ja, hier habe ich einen N-Varchar 128, das ist hier dann also einfach ein V-String. Und für nullbare Werte habe ich dann in Boost Optional. Man kann auch einen Pointer nehmen, das unterstützt er auch und hat auch nochmal so einen eigenen Optional, obwohl sie natürlich stark empfehlen, dass man Boost Optional benutzt, weil die haben dann noch ein paar hübsche Optimierungen drin, wie man Boost halt so kennt. Ja, das war es eigentlich schon, was man ihm bloß sagen muss. Hier unten, das ist natürlich non-intrusive, mir fällt jetzt das deutsche Wort nicht ein. Das heißt, ich kann das auch in eine andere Datei schreiben und muss das nicht in der eigenen gleichen Datei haben wie die Klasse, sodass ich auch fremde Klassen da updaten kann, damit ausstatten kann. Und hier habe ich natürlich noch meinen Default-Constructor, weil er braucht einen Default-Constructor. Das ist Voraussetzung tatsächlich. Und da also heißt, muss das nur, dass ich jetzt die Built-in-Datentypen noch und den UID noch initialisiere, dass ich ihm hier eine frische UID gebe. Oder eine Nil-UID. Ja, das war es eigentlich schon. Ich kann natürlich wieder einen eigenen Less-Operator schreiben, etc. Aber das ist die Idee dahinter. Und das jagt man dann einmal durch den Compiler von denen durch. Dann kommen drei Dateien raus nochmal, die mit Templates vollgestopft sind bis oben hin. Und next, das ist dann das eigentlich Coole dran. Weil wenn, meistens geht es ja darum, man ist ja dann als Programm ewig am Query rumbasteln, weil darum geht es ja irgendwie. Ein Benutzer will ja nicht immer alle Objekte, sondern darum geht es ja genau, er will irgendwie auswerten. Und das ist ja das Schöne, es ist weit typsicherer, man kann sich da immer noch ein bisschen ins Knie schießen. Aber man sieht hier, okay, ODB Query, Template-Parameter ist dann mein Datenbankobjekt oder beziehungsweise mein persistentes Objekt. Und das ist eine Funktion von mir, getQuery, die habe ich jetzt nur selbst geschrieben, die kriegt wieder noch ein paar andere Dinge. Und dann mache ich ihm so eine Query draus und mache mir ein paar Unterqueries von den anderen Datenbanktypen, die aber Tabellen sind, die eine Fremdschlüsselbeziehung da drauf haben. Und bastel mir diese einzelnen Subqueries zusammen. Und das Gute ist, ich kann diese Queries dann allerdings plus assignen auf die andere Query. Und er kümmert sich darum, dass das mit dem SQL-Syntax noch alles passt. Und die eigentlichen Queries untereinander kann ich dann ganz wie gewohnt zum Beispiel mit dem logischen Und verknüpfen oder mit dem logischen Oder, wie ich es eigentlich von der If-Expression kenne. Die sind alle Operatoren überladen, das ist ja das Schöne dran. Und beziehungsweise habe das Ganze auch nochmal als Member-Funktion. Zum Beispiel hier mache ich, okay, dieser Datenbankfeld soll in folgendem Range sein. Bei SQL ist es ja dann auch in, Klammer auf, einem Range und gibt den hier in einem Range. Ist noch einen kleinen Bug drin, der ist jetzt inzwischen gefixt worden. Das war bei Soki genauso. Ich habe die ganze Zeit eigentlich nur Bug-Reports geschrieben. Wenn man bei GitHub Soki nach meinem Alter Ego Superlocus findet, findet man auch 5 Issues, die zwar mittlerweile geschlossen sind, aber eines ist eigentlich immer noch nicht ganz gefixt. Ist mir jetzt auch eigentlich bei jeder Bibliothek so gegangen, die ich intensiv genutzt habe. Weiß nicht, ob es euch da auch so geht. Und ja, und am Ende gebe ich mir dann die Query wieder an die eine Async-Funktion, die ich mir geschrieben habe, die ihr vorhin gesehen habt, die dann wirklich einfach nur getemplated die Query nimmt und da reinschiebt und fertig. Und hier habe ich meinen getQuery nochmal, der dann auch nochmal eine erweiterte Query macht. Das liegt jetzt hier. Sorry, ich musste das ein bisschen in Eile machen, aber macht er eben hier nochmal eine erweiterte Query. Aber man sieht eben, man kann mit den Queries wie mit jedem Datentyp schon rumschieben und muss sich nicht irgendwie merken, an welcher Stelle bin ich gerade in meinem SQL-Query-String und so ein wirklich einfacher Extenden.
Man kann das Ganze natürlich auch immer noch, man kann auch eigene Queries schreiben, wenn man runter muss, weil man irgendwie komische Stored Procedures hat oder weil man erst Tabellen zur Laufzeit erst festlegen will oder solche oder vielleicht löschen will. Das kann man alles machen, wenn man will, aber er bietet es eben auch über diesen hübschen Weg an. Next, bitte. Und hier habe ich dann zum Beispiel eine Map. So lade ich mir dann zum Beispiel bei meinem nächsten schwierigeren Fall die Daten. Ich habe hier eine Map, die hat einen Key natürlich, von auch wieder einem Datenbankfeld natürlich. Und dann habe ich wieder Meta mein Future mit einem Vektor und kann dann wieder hübsch meine Funktion aufrufen, habe auch wieder nur ein Query und kann das dann wieder in meinen Cache reinstopfen. Und das war es dann eigentlich schon. Das ist das Schöne daran. Next schon. Das war es eigentlich schon. Also ich wüsste jetzt auch nicht mehr, was ich jetzt quasi groß erzählen soll, sondern ich könnte dann eher mal ein Beispiel reingehen, wenn es dann wahrscheinlich natürlich Fragen gibt und so ein paar Codebeispiele oder einfach erklären. Ja, genau. Fragen erstmal. Ja, also dieses ODB, was du da benutzt. Ja. Was genau ist das? Also ODB, du hast jetzt... Das ist eine Bibliothek. Da gibt es eine freie und eine proprietäre Lizenz. Und wie eben so oft, die Proprietäre kosten natürlich Geld und die andere ist eine GPL-Lizenz und da gibt es eben auch Support von der Firma, die das zum Großteil eben entwickeln. Und aber das ist jetzt kein eigenes Datenbanksystem, sondern das ist auch ein Treiber für Backend? Nee, also die haben ihr eigenes Backend quasi. Ja. Das heißt, ich kann auch wieder die ganze Datenbank von mir nehmen, von SQLite bis PostgreSQL bis Sybase und Microsoft SQL Server. Und die kriegen und die kümmern sich dann eben darum. Ich habe dann wirklich nur mein Interface und die Datenbank drunter geht mir eigentlich schon wieder nichts mehr an, wenn ich nicht will. Und genau, ich kann ja mal zeigen, wie das dann aussieht, wenn ich mich zu der Datenbank verbinde. Das ist eigentlich nicht so viel. Das ist, und zwar müsste das bei mir sein, bei dem MDDB-Manager. Genau. Und zwar Config Path ganz unten. Genau. Das ist der ganze String, mit dem ich ihm sage, welche Datenbank das ist. Weil das hier bei ODBC gibt es eine Datenbank, die heißt MDDB Local -32, weil ODBC leider danach geht, ob die Applikation 32-Bit ist oder 64-Bit. Kleiner Jux am Rande. Man mag es kaum glauben, aber die Manager, die Systemeinstellungsdatei, Programm, der ODBC Manager 32.exe, der in System 32 liegt, ist der für die 64-Bit-Version und der in SysWo 64 liegt, ist der für die 32-Bit. Nicht fragen. Steht auch auf der Microsoft-Seite, nicht fragen, bloß nicht fragen. Ich weiß auch nicht, was sie da geritten hat, aber wer die Win32-API sich ausdenken kann, der ist auch zu sowas fähig. Ja, sonst Fragen. Codebeispiele sehen oder eine Erklärung an dem Codebeispiel oder. Du hast den B-String-Moment als Ach so, STD-String. Du hast ein B-String genommen, White Character. Na, hier nicht, aber bei den anderen meinst du? In ja, natürlich, weil ich habe dort ein N-Varchar, was bei TSQL ein Multibyte, also der kann ganz Unicode sein und die... Ja, aber ich benutze dann die Bibliothek VT, also ich habe dann eine Web-Oberfläche entwickelt. Kann ich hier leider nicht zeigen, weil ich habe das Ganze auf meinem Arbeitsrechner auf Windows und ich schreibe zwar gerade MacPorts-Dateien, das auch auf Mac hübsch kompilieren zu können, aber ja, braucht Zeit und ist schwierig, allein was ich an Zeit mit Linker-Problem und Compile-Problem, also man muss sich vorstellen, ich habe die ganze Entwicklung erst mit MinGW angefangen auf Windows, dass man sowieso der letzte Mohikaner und jeder nimmt eigentlich an, dass man Visual Studio benutzt und ich habe gemerkt, jede Bibliothek, die nicht CMake benutzt, brauche ich gar nicht erst versuchen, die zu bilden, weil die sowieso bricht im Regelfall. Boost Build ging noch, aber sonst, weil dann wollen die Perl und sonst was für Sachen, wundern sich dann, dass sie nicht das ganze Postfix-Zeug finden, obwohl ich Mygis drauf hatte und es ist schrecklich. Aber
Ja, nee, und diese Bibliothek nennt natürlich auch V-Strings. Die haben sogar noch eine eigene V-String-Klasse. Und wenn ich mir denke, wer weiß, was da manchmal für Leute für komische Umzeichen am Ende dort reinschreiben, nehme ich einfach std-wide-string und die Daten, die Bibliothek bietet das auch direkt an, die sagt, okay, wenn es ein n-varchar ist, dann nimm doch bitte v-string und das war's und ich kann das dann sowieso mehr oder weniger gut rum konvertieren. Zumindest die Bibliothek, die ich benutze, macht das auch für mich. Ja, aber warum soll ich eine eigene String-Klasse schreiben, wenn es da schon drei verschiedene gibt? Da mache ich ja nur Fehler. Ja, aber ich sollte ja sowieso nicht so viele Daten in meiner Applikation vorhalten, sondern das ist ja eigentlich der großen Datenbank überlassen. Die ist ja dafür da, mit vielen Datenmengen umzugehen. Im Moment sind es bei mir 8 Millionen Datensätze, nur 4 Gigabyte. Dafür ist die ja da. Und ob da ein N-Varchar steht oder ein Varchar, da denke ich mir schon, wer weiß, was sie da wieder für komische Umlaute drinstehen haben. Und dann stehe ich wieder da, die Umlaute gehen nicht. Oder hier, der wollte ein Promillezeichen bei den Einheiten reinmachen und das geht bei dir nicht. Und dann bin ich wieder der Arsch. Deswegen hatte ich jetzt V-String genommen, weil ich denke mir, wenn, dann werden die Daten eher ganz woanders verschwendet. Ich hatte mir da ein anderes Datenbankdesign von denen gesehen, von dem Produkt, was sie vorher genommen haben und gesagt, musst du denn was Eigenes entwickeln? Wir haben doch hier mal was gekauft. Und wie war es, da war jede Spalte ein Textdatenbanktyp. Also, und ich... Ja, das war ein Parameter, das war std-function, kannst du nochmal zurück zu pressen? Ich mach das. Ja, sorry, wenn man schon mal einen Sekretär hat, ne, dann nutzt man das gerne aus. Wo hatte ich... Ah. Ne, da war's. Ja. Genau. Ja, das ist nur bei std-function. Wenn das ein ungültiger Funktionskörper ist, dann kann ich den nicht aufrufen, sonst kriege ich eine std-bad-call-exception oder so. Achso, ne, std-function-void-void. Ich habe zwar hier auch nochmal default, aber trotzdem, der ist nicht kein callable. Der ist keine leere Funktion, sondern der kriegst du eine nicht... Da kriegst du einen Bad Call Exception, wenn du den hier aufrufst, einfach. Ne, der Anwendungsfall ist dann, ich muss für VT, muss ich ein, da will ich ja im Web dann im Webbrowser irgendwie eine Tabelle darstellen und auch Plots. Und für die muss ich dann ein Model schreiben. Kann ich auch mal zeigen. Und irgendwann, und ich, der Thread, der die Webseite zeichnet, der soll nicht die ganze Zeit warten, bis die Datenbank sich mal ausgecased hat. Und deswegen habe ich dann natürlich einen Callback geschrieben, der dann sagt, hier, übrigens, dein Model hat jetzt die neuen Daten, ruf das Model mal neu ab. Und dafür habe ich dann den Callback. Genau, man muss natürlich mal aufpassen, die ist bei mir, die greift natürlich überhaupt nicht irgendwie auf Shared States zurück, sondern die, es gibt dann in dieser VT-Bibliothek, die ich habe, wieder eine Funktion Post, die übernimmt dann das, dass ein Log geholt wird und dass wirklich dann der eigentliche Thread, der das machen soll, das dann abarbeitet. Genau, und dann lädt er das Future neu rein und das ist ja das Schöne mit std async hier. Habe ich das hier schon? Ja, boost any wird bei der auch sehr viel benutzt. Ist nicht immer gerade das Schönste, aber ja, sind halt so Probleme, in die man reinläuft. Ich hatte zum Beispiel auch das Problem, dass ich zum Beispiel Objekte habe mit ganz vielen Membern und auf die Member muss ich jetzt aber durchindiziert irgendwie zugreifen. Und da dachte ich mir, okay, ich habe es dann meistens so hier gemacht mit ganz vielen Switch-Cases. So, wenn es hier 0 ist, dann ist es folgender Datenmember. Da hatte ich dann auch mal einen guten Freund von mir, der unter euch sitzt, gefragt, ja, gibt es da nicht was Hübscheres? Er meinte dann auch so, ja, Boost Fusion, habe mir das Ganze angeguckt, aber das war auch nicht so jetzt so einfach, dass ich mir dachte, das würde Lesbarkeit, Wartbarkeit und alles erhöhen und habe es dann deswegen erstmal so gelassen. Ich bin schon froh, dass ich das Getemplated da halbwegs hinbekomme, weil die Templates das sind, was quasi anscheinend am längsten zum Lernen braucht. Ja, wo habe ich denn hier? Kann ich ja auch mal irgendwie. Selenas Load Data. Genau, hier kann ich, arbeite ich dann mit Signal und sage dann, okay, das hat sich geändert. Das ist natürlich jetzt genau das nicht, wo ich das mit dem Callback gemacht habe, sondern das habe ich woanders gemacht, das habe ich bei Order Aggregate gemacht. Genau.
Und zwar, das müsste schon beim Konstruktor sein. Ja, genau, hier habe ich, hier arbeite ich damit. Hier mache ich mir mein, kann man das lesen? Hier mache ich mir mein Callback. Ist nicht sehr hübsch, liegt auch an VT. Jetzt schiebe ich einfach mal die Schuld dahin. Und natürlich daran, dass ich erst seit einem Jahr ein bisschen da überhaupt C++ schreibe. Ich habe hier so eine Session-ID, habe dann so eine Server-Pointer-Geschichte. Und dann fange ich fröhlich an zu binden. Dieses Bind von denen tut sich zum Beispiel um den Fall kümmern, dass eventuell die Session schon zerstört wurde, weil derjenige, der es abruft, schon den Browser geschlossen hat zum Beispiel. Oder dass zumindest das Objekt schon gelöscht wurde. VT, muss man sagen, ist leider noch so pre-C++11-mäßig geschrieben. Das heißt, man arbeitet immer noch mit einem rohen new und gibt denen dann den Pointer. Kann man glücklicherweise auch im Konstruktor machen, sodass das halbwegs reich ist. Und so hat man dann, wie bei Qt, ist es sehr stark an Qt angelegt, so ein Widget-Tree. Und wenn dann natürlich die obere Widget zerstört wird, geht er dann den Baum nach unten und deallokiert dann alle. So ist die Idee dahinter. Und hier mache ich mir dann natürlich meine entsprechende Lambdas. Also okay, sage ich dann, der kriegt hier dann so einen Server-Pointer, kriegt den Session und den eigentlichen Callback. Hier war übrigens, genau hier. Das hier müsste eigentlich gefühlt nicht notwendig sein, aber irgendwie habe ich sonst einen Template-Fehler bekommen. Dass ich hier nochmal dem Final Callback nochmal extra dem Typ sagen muss, dass das eine SSD-Function void-void ist mit dem Bind, weil irgendwie Bind anscheinend nicht so richtig eine SSD-Function void-void zurückgibt, wenn man nicht genau hinschaut. Weiß nicht genau, woran das liegt, weil hier unten, als ich es dann direkt async gegeben habe, ja, als Final Callback, da bin ich in Compiler Errors gelaufen. Kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass ich leider immer noch auf Visual Studio 2013 rumhängen muss, wo die C++11-Unterstützung immer noch nicht so ganz vollständig ist. Deswegen ich zum Beispiel leider auch kein Const-Expression nehmen kann. Und was zum Großteil daran liegt, dass VT, die Bibliothek, die ich nehme, da gibt es im Moment nur Binaries für Visual Studio 2013. Ich habe schon selbst versucht, das für 15 zu kompilieren, aber das kriegen die selbst sogar gerade selbst nicht hin. Habe es natürlich trotzdem versucht und bin in Tränen ausgebrochen, weil es es zwar kompiliert hatte und gebildet hat irgendwann, aber dann eben zur Laufzeit einfach gebrochen ist, weil er einfach immer nur irrational irgendwelche leeren Pointer bekommen hat, weil das Linking anscheinend nicht ganz so geklappt hat, wie es gedacht hat. Ja. Das hier, und hier habe ich dann noch ein Fallback, das heißt, wenn dann natürlich irgendwie eine Exception geschmissen wird, bevor er den Callback aufrufen kann, sondern deswegen natürlich nochmal mit dem Timeout dann auch nochmal reinschauen, ob er es denn jetzt geladen hat. Oder eben sich die Exception anschauen, die in dem Future mittlerweile steht. Und dann VT ist dann so schön, die haben dann nochmal so ein Catch-All und schreiben das dann ins Log und brechen dann die Session ab und sagen, okay, hier, und dann kann man das hübsch Diagnose betreiben. Ja, in dem Interface von dem Model sind auch Const-Funktionen vorgeschrieben. Und ich habe mir schon ungefähr so gedacht, Const soll ja semantisch Const sein. Das heißt, mein Model, wenn ich aus dem Model Daten lese, ist das ja eigentlich immer noch Const. Und habe mir gedacht, weil über das Model kann man ja auch Daten schreiben und Daten verändern. Und da war für mich klar, okay, in Const-Model wird sich jeder Benutzer von der Klasse denken, okay, das heißt, ich kann da nicht auf die drunter liegenden Daten ändern. Aber Const heißt aber schon noch, dass ich Daten lesen kann und Daten neu lesen kann. Und deswegen ist natürlich mein Datencache und so mutable, weil eventuell muss ich die Daten refreshen oder nochmal neu holen. Da musst du ihm bloß sagen, hier nimm einen Lazy Pointer. Die haben da eigene Lazy Pointer, kannst auch Lazy Pointer von denen nehmen. Ich habe es jetzt meistens nicht Lazy genommen, weil meistens nehme ich auch wirklich alle Daten, weil ich nehme dann den Plot. Der Benutzer tut bei mir schon vorher selektieren, der kriegt dann zum Beispiel eine Liste mit allen Produkten, die gemessen wurden, der kann auf das Produkt klicken, da kommt eine neue Liste mit allen Bestellungen zu dem Produkt, beziehungsweise erstmal die Messparameter, da kann er sich schon mal mehrere Messparameter anwählen, da werden die dann schon mal nach den Bestellungsnummern geplottet und haben eine Tabelle, kann er dann aber auch nochmal einzelne Bestellungen anklicken, wenn er sich die X-Achse von Bestellung auf Seriennummern in der, aus den Bestellungen, die er wählen kann und dann habe ich darüber dann Standardabweichung und Durchschnitt zum Beispiel, was ja die Datenbank auch super schnell ausrechnen kann. Also Joins übrigens und jetzt so Views, also so Aggregatfunktionen, das sind ja auch so Sachen, die man oft benutzen will, kann man damit auch hübsch machen. Ist nicht so ganz so hübsch, da arbeiten sie auch noch dran, dass es hübscher wird
Und zwar sagt man ihm das folgenderweise, ich habe hier die ganzen Videos drin. Ja, genau, das soll es sein. Da muss man ihm teilweise wieder noch ein paar Queries geben. Also da sieht man hier, okay, das hier ist wieder ein Datenbankobjekt, aber das ist eine View und die benutzt folgende Objekte. Und die Query hat dann, also hier kommen dann die Laufzeit, benutzerdefinierten Queries rein und hier ist aber die Group-By-Klausel und leider muss man auch fest die Order-By-Klausel. Wenn man sich die Mailingliste zu der Bibliothek anguckt, wird man auch sehen, dass ich in den letzten Wochen da auch sehr aktiv war. Ja, ist auch noch so ein paar Sachen. Da war auch ein Bug drin, in Range hatte ich ja schon erzählt, ich glaube. Und so habe ich dann hier meine View. Ich muss ihm nicht mal wieder sagen, zu welcher Tabellenspalte das gehört, sondern das kann er sich selbst denken, weil er die anderen Objekte hat und die Metainformationen. Und hier sage ich dann, okay, welche Aggregatsfunktion er noch nehmen soll dazu. Hier zum Beispiel auch Average und Standardabweichung und ja. Und so habe ich dann direkt die View und da sind dann die einzelnen Spalten drin und kann das dann direkt benutzen. Ja, theoretisch hat man ja eigentlich nur so SQL 2.90, auf das man sich verlassen kann und das ist ja so Funktionsumfang so viel. Es stimmt schon, aber soweit ich das hier zum Beispiel benutzt habe, ist das hier ist ja schon noch SQL 2.90 oder By und Group By, hier steht ja noch kein TSQL-Zeug drin, was jetzt Microsoft SQL Server spezifisch ist, also in dem Beispiel ist es eigentlich immer noch voll portabel. Er nimmt sogar, der Wikipedia-Eintrag zu OM ist dann nämlich auch ein bisschen fehlleitend, die haben da so bei Microsoft SQL Server Unterstützung so ein Fragezeichen, weil die haben wahrscheinlich auf der Webseite gesehen, dass er kein UDPC unterstützt, was einfach daran liegt, dass er einen noch nativeren Weg benutzt, um einen Microsoft SQL Server zu benutzen. Ich weiß nicht ganz so gut, was zum Beispiel die Aggregatfunktion angeht, aber ich weiß nicht, wie weit das standardisiert wird. Die sollten SQL 2.90 standardisiert sein, also die sind eigentlich bei den anderen genau die gleichen. Es gibt, die bieten dann vielleicht noch mal ein paar mehr an, aber das sollten eigentlich die gleichen sein. Ja. Aber ich sag mal so, man muss halt aufpassen, dass ich bei der Einführung auch zum Beispiel, da war auch die Idee, naja, wir wechseln jetzt mal das Datenbankbackend, weil die Lizenzen ganz schön teuer geworden sind. Ja, Origin, letzter vor kurzem, genau. Ja, ja, genau. Ja, eigentlich macht man es ja auch schon falsch, wenn man so viel Datenbanklogik in der Applikation drin hat. Eigentlich sollte man sich ja dann Stored Procedures schreiben, die auf der Datenbank laufen. Und ja, Oracle ist da ja auch ziemlich fies, weil ich kenne es von meinem Bruder, weil der arbeitet bei einem Oracle Gold Partner Firma, zufälligerweise. Von dem könnte quasi auch das Zitat stammen mit NoSQL, also nur Mode. Und die forcieren das ja eigentlich so richtig, dass quasi gleich meine ganze Applikation auf dem Datenbankserver läuft. Natürlich unter dem Augenmerk, ja, dann ist ja alles schön schnell, aber eigentlich kann man sich auch denken, ist eigentlich vielleicht auch nur für Login, dass ich dann nicht mehr die Datenbank natürlich wechseln kann, weil meine ganze Applikation dann sei Oracle voraussetzt, ja, wie könnte ich dann noch wechseln? Nein, das ist ja das Problem. Sonst hast du ja für jede Datenbank dein eigenes Command-Line-Interface, meistens C oder vielleicht C++. Und das hast du dann für jede Datenbank unterschiedlich. Bei SQL-Lite hast du dann diesen einen großen Header und das ist alles nicht schön. Und so, sowohl bei ODBC als auch bei Soki als auch bei ODB bist du schön unabhängig. Ich habe auch die ganze Zeit gesagt, ihr könnt auch super einfach einen PostgreSQL-Server reinschmeißen. Aber die Firma ist halt so, einmal Windows, immer Windows, ne? Und da muss alles von Windows sein, weil sonst, wofür gibt man sonst die Tausende von Euro für das Enterprise Agreement aus, ne? Und ja, und so läuft es halt auf dem SQL-Server und es läuft aber so halbwegs performant, weil ich habe da halt auch geguckt, ja, was sind so die typischen Fehler, die man macht, habe da geguckt, dass ordentliche Indizes drüber sind. Ich bin sogar so weit bekloppt gewesen, dass ich so geguckt habe, ja, es gibt zwei Funktionen, eine UID, also eine Unique Identifier bei Microsoft SQL Server zu erstellen, nämlich einmal die größer wären tatsächlich,
Da gab es dann aber schon Seiten, die meinten, ja, wenn man jetzt aber viel einfügt, dann sind die ja alle sofort laufend größer und da versucht er in der Datenbank bei dem Indice all rechts unten die an den Baum anzufügen und da habe ich ja Contention und da ist das nicht schnell und da gibt es eben eine UID-Generator-Funktion, die macht das nach einem zufälligen Prinzip, statistisch schön zufällig und dann fügt er mal da einen Baum ein und mal da und das ist alles schön nebenläufig und alles skaliert schön. Aber 4 Millionen, die 6 Millionen Datensätze oder so, die ich habe, die sind natürlich im, wenn ich das einem normalen Datenbank-Profi sage, der lacht natürlich laut auf, für den sind 6 Millionen nichts, 4 Gigabyte Datenbankgröße, da lacht er einmal laut. Das, ja, ich hingegen habe, ich war richtig schlimm drauf, zum Beispiel der C-Importer, den ich geschrieben habe, da habe ich C11 geschrieben, ich rede wirklich von C11, da gibt es auch nur einen Compiler, den ich kenne, der C11-Threads anbietet, das ist Pedis C auf Windows, ganz schlimmer Compiler. Das ging dann so weit, dass ich mich gewundert habe, wenn ich Optimizing anhab, dann habe ich einen Fehler. Dachte mir schon, oh nein, typischer Optimizer-Fehler. Irgendwo habe ich bestimmt null Terminator vergessen oder so. Und was war's? Ich habe eigentlich bestimmt eine Woche dran debuggt. Ja, Strillen kennt ja jeder für die Stringlänge. Gibt bei denen, da gibt es einen Compiler, einen Optimizer-Bug, immer die gleiche Länge zurück. Irgendwann hatte ich es ja so weit und gesehen, okay, hier ist nur noch Strillen drin, aber Strillen wird ja nicht falsch sein, das ist eine Standardfunktion, das kann ja nicht sein. Nee, ist aber falsch. Guck ins Forum von dem Compiler, einer hat es vor einer Woche geschrieben, ja, hier ist ein Optimizer-Bug, das Inlining ist ein bisschen zu optimistisch. Mit solchen Problemen habe ich dann zu kämpfen. Ich kriege natürlich auch nicht irgendwie die 2000 Euro mal für ein Jahr da irgendwie den Support zu der Bibliothek dazu zu kaufen, während man natürlich Tausende von Euro von Microsoft ausgibt. Aber ich habe mich nicht beschwert, ich bin Werkstudent seit dem ersten Semester da. Das ist schon toll, wenn man überhaupt im ersten Semester schon eine Werkstudentenstelle kriegt und habe da ziemlich technologische Freiheiten und dachte mir, okay, mache ich halt, was ich will und nehme halt C++ mit Java, wäre ich vielleicht sogar, würde ich immer noch behaupten, wahrscheinlich schneller zum Ziel gekommen. Aber wäre wahrscheinlich auch nicht so schön schnell und wäre nicht so schöner Code. Und ja, die Sprachdiskussion, das ist ja jetzt eine Religionsdiskussion, die ich da auch wieder aufmache. Weil was mich schon bei Java gestört hat, war ja schon irgendwie so 50.000 Interfaces und ja, da geht es ja schon los. Aber das ist eine andere Diskussion. Ja, na klar. Aber ich gebe bei NoSQL gebe ich ja eben quasi alle typischen relationalen Garantien ab. Ich kann mir nicht mehr sicher sein, dass es konsistent ist. Ich habe zwar dann so diese eventually consistent Garantien, aber eventually kann sie, also schlussendlich kann auch sehr lange dauern. Und mein Anwendungsfall zumindest ist, soweit ich weiß, genau das Paradebeispiel für eine relationale Datenbank. Ich habe irgendwie viele Messdaten, die will ich irgendwie mal auswerten und das ist doch eigentlich das, was eine relationale Datenbank gut kann. Die kann nicht so schnell lesen, aber sie ist zum, wenn viel Lesearbeit draufläuft, dann ist sie genau das Richtige. Genau, natürlich. Ja. Genau, das hier ist jetzt wirklich, wenn ich irgendwie persistente Objekte erzeuge, wo ich wirklich will, dass die irgendwie konsistent und sicher weggespeichert werden. Und die teile ich dann vielleicht auch noch mit mehreren Threads und mehreren Anwendungen, am Ende noch über verteilte Systeme mit irgendwie Hochverfügbarkeit. Das ist nun mal das Metier für eine relationale Datenbank schlechthin. Und genau, also was ich so bei meinem Datenbankdesign gemerkt habe, war eher, mein Bruder hatte mir gesagt, mach einfach überall nochmal einen künstlichen Key rein. Also es gibt ja so Natural Keys, das heißt, allein meine Daten geben schon irgendwie von sich aus einen identischen Identifizierer. Ja, irgendwie so bei Messungen zum Beispiel, ja, ich werde nie das gleiche Teil zur gleichen Zeit mehrfach gemessen haben. Da kann man sich irgendwie denken, okay, ich mache jetzt irgendwie, dem Primärschlüssel wird jetzt bei mir die Zeit und das Bauteil kombiniert. Hat dann aber auch mir gesagt, nee, mach dort immer noch mal irgendwie einen Unique Identifier oder so rein, weil das wird immer irgendwie dran rumgeändert und dann bist du froh, wenn du eine ID hast. Und genau das ist bei mir auch passiert, lag aber nicht direkt an mir, sondern es liegt daran, dass ODB mit mehrteiligen Primärschlüsseln oder mehrteiligen IDs so ein bisschen seine Probleme hat. Das macht er schon mit, das heißt bei den Composite Value, aber das läuft dann nicht mehr so rund bei
Genau, da gab es dann irgendwie unschöne Anforderungen, die das Objekt dann erfüllen muss. Ich habe es schon wieder vergessen, tut mir leid, aber da hatten sie zum Beispiel schon so Probleme. Ich musste eigentlich so oft eher an den Compilern und an den Bibliotheken eher drumherum schreiben, obwohl ich gerade dabei war, C++ zu lernen. Also mein Anfangscode sieht auch noch weit schlimmer aus. Aber ich, wie gesagt, ich habe versucht, das alles reich zu schreiben. Ich habe sogar meinen eigenen Soki-Thread-Pool geschrieben. Den will ich dann eigentlich irgendwann mal bei GitHub hinschmeißen. Weil nämlich der Thread-Pool von denen ist noch gar nicht reich. Den hatte ich ja bei Utility, allerdings im Header. Genau, da habe ich mir gedacht, hier, hübsch mit Doxygen natürlich, da sollte irgendwann mal ein Rai-Connector hin. Ich, allerdings zum Beispiel, was mir aufgefallen ist, bei C++ dokumentiere ich meinen Code fast gar nicht mehr. Was aber auch einfach daran liegt, dass mein C++-Code halt viel besser zu lesen ist, während ich mir schon, wenn ich irgendeine C-Funktion schreibe, muss ich mir denken, okay, was passiert in den Corner Cases, okay, was heißt das, wenn ich dann null zurückgebe, was passiert, wenn ich was anderes zurückgebe, was heißt dann minus 1 und wer muss das Ganze wieder freigeben, und bei C++ ist es natürlich alles ein bisschen selbsterklärender, aber ich versuche dann noch mehr nachzudokumentieren, und man sieht, ich halte mich da hübsch an den Doxygen-Syntax, kann ich nur empfehlen, weil Doxygen-Syntax heißt, hier so ein festgelegtes Kommentarschema, und daraus kann er dann auch LaTeX und HTML-Dokumentation generieren, und viele IDs unterstützen das auch, zum Beispiel Xcode. Wenn ich dann irgendwo die Funktion nochmal irgendwo habe, klicke ich einfach nur die Funktion an und dann kommt dann hier im Fenster, ja, die hat folgende Dokumentation, da kommen dann sogar auch Warnungen und so, und alles ganz hübsch. Kann ich nur empfehlen. Klassenbeispiel. Ja. Du meinst jetzt zum Beispiel, du willst jetzt nur einen Narrow String benutzen, obwohl die Datenbanken einen Varchar benutzt. Ich habe eine ganz andere Bibliothek, die einem eigenes bringt, wie zum Beispiel. Ja, das sollte gehen, bilde ich mir ein. Ja. Ja, zum Beispiel, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, du kannst es auf jeden Fall ihm nachrüsten, indem du ihm irgendwie ein Template-Trade gibst oder sowas. Aber ich bin mir da nicht ganz sicher. Aber es sollte eigentlich gehen, musst du mal ins Manual schauen. Also, genau, ich wollte eigentlich noch mal was zur Dokumentation sagen. ODBC ist natürlich sehr gut dokumentiert, also beziehungsweise gut, sehr umfangreich, und die Beispiele sind allerdings schrecklich, weil das hat wieder der Praktikant von Microsoft geschrieben, aber man hat nicht nur die typische Referenz, sondern man hat auch noch mal zum Beispiel, in der Referenz steht noch mal drin, wie wird so die typische Reihenfolge sein, wie ich die Funktion aufrufen werden will. Das ist immer das, was mir am meisten fehlt, so zu, welche Funktionen brauche ich jetzt eigentlich und welche rufe ich zuerst auf. Das ist eigentlich sehr hübsch gemacht. Bei Soki hingegen habe ich nur so eine trockene Referenz, die ist äußerst schrecklich, weil da habe ich nur Referenz und die ist echt kacke. Bei ODB ist es wieder das genaue andere Extrem, da habe ich eine Prosa-Dokumentation, habe gar keine Referenz, sondern nur so Prosa, was so mit Beispielen losgeht, und zum Beispiel rausgefunden, dass der End-Iterator sich nicht ändert bei der Result-Range, die ich da kriege, weil sich nur dadurch, dass in dem Prosa-Beispiel auch eine For-Range benutzt wird, und wenn sie natürlich eine For-Range benutzen, müssen sie ja auch garantieren, dass der End-Iterator sich nicht ändert. Aber der Vorteil bei ODB ist auch, dass die Mailingliste da auch von dem Entwickler eigentlich, der guckt da täglich drüber, und da hat man eigentlich super schnellen Support. Der sagt zwar dann im Regelfall natürlich auch immer, liest nochmal die Dokumentation, hat sogar meistens recht, weil die Dokumentation eben so lang ist und Prosa, dass man schon wieder vergessen hat, dass man das gelesen hat, aber der Support, da kann ich echt empfehlen. Bei VT sieht das schon wieder ein bisschen anders aus, aber das ist ja eine andere Bibliothek. Die VT allerdings, das habe ich gar nicht gesagt, VT hat auch eine der meist benutzten freien ORM-Bibliotheken, soweit ich es gehört habe. Die heißt VTDBO. Die unterstützt aber schon mal keinen Microsoft SQL-Server und ist für mich deswegen schon mal herausgefallen. Um nochmal auf deinen Kurs zu kommen, ja. Ich hatte da, wenn du so vorgehst mit dem Callback. Ach so, die wird wahrscheinlich noch öfters her. Naja, nee, ich habe nicht kurz gehört, du nimmst ja dann die Function Void. Ja. Allerdings, also wenn ich mir so zum Beispiel die STL angucke, die machen das lieber mit einem einfachen Template-Parameter. Also wenn du jetzt zum Beispiel anguckst, wenn du einen Comparator für irgendeine Funktion stehen willst, machst du einfach auf Template-Tick.
Okay. Dann habe ich eine Sache tatsächlich noch. Du hast ja erzählt, die ODB funktioniert mit diesen ganzen Pragmas. Hm. Und dann hast du gesagt, das läuft über ein GCC-Plugin. Also kann ich das nicht mit einem anderen Compiler als GCC machen? Oder kann doch. Ich da du kriegst einfach den fertig gebauten Compiler von denen. Das ist quasi, da ist schon auch der GCC-Rest dazu dabei. Das ist einfach, das ist nur eine Nebenhintergrundinformation, dass sie da GCC benutzen. Das interessiert dich eigentlich gar nicht. Sondern du rufst einfach einmal vorher noch den Compiler von denen auf, über die Dateien, wo diese Pragmas drinstehen. Der generiert die C++-Dateien daraus und dann kannst du das ganz normal weiter benutzen. Ja. Ja, ne, du kannst den natürlich auch selbst bilden, diesen Compiler, den die da anbieten. Ja, na klar. Es ist ja offen. Die bieten halt eine kommerzielle Lizenz auch an, falls du Copyleft nicht haben kannst. Und, aber es ist auch rein GPL veröffentlicht und ja. Ich wollte ja schon mal nichts Geschlossenes nehmen. Und aus dem Compiler fällt dann bei Code raus. Also genau, da, ich kann es ja mal zeigen. Ja, ist es ja quasi schon, wird ja... Also der spuckt schon dann C++-Code aus. Genau. Also wir hatten es hier im DDB-Web. Genau, hier habe ich ja zum Beispiel... Jetzt bin ich natürlich im Falschen drin, ich wollte dahin. Genau, hier habe ich ja zum Beispiel die View. Hier habe ich ja die Pragmas drin. Und da kommt dann eine -odbhxx raus und eine cxx und eine ixx. Frag mich nicht, was die ixx macht. Und das sieht dann so hier aus. Na gut, aber ist das jetzt, ich meine, das sieht ja jetzt stark nach C++ aus, aber kann ich den jetzt durch, was will ich, durch Klang auch durchjagen? Ja, natürlich, natürlich. Ja, okay. Weil du kannst ihm auch sagen, welcher C++-Standard das Ding jetzt sein soll. Also C++11 oder nicht C++11. Ja, aber natürlich, also ich habe es durch Visual Studio gejagt. Okay. Und wenn das nicht ein Prädikat ist für Compiler-Kompatibilität, dann weiß ich auch nicht. Ja. Ja, stimmt, das ist tatsächlich, ja, das ist so ein... Nee, ich glaube, der braucht einen Default-Konstruktor. Ich weiß nicht, ob es Fälle gab, wo er bietet zum Beispiel an, dass Objekte keinen Unique Identifier haben müssen, dann bietet er aber ein paar Funktionalitäten natürlich nicht an, genau da, wo die natürlich brauchen. Ich weiß nicht, ich glaube, wenn du keinen Default-Konstruktor anbietest, dann bietet er das nicht mehr an, dass er für dich das gleiche in einen Container stopft zum Beispiel. Das weiß ich jetzt nicht aus dem FF, da müsste man wieder ins Handbuch schauen. Aber man kann ihm schon sehr viel benutzerdefinierte Daten und Typen geben, also wie gesagt schon mit Lazy und eigene Container. Ja, genau. Hast du mal andere Bibliotheken angeschaut als ODB? Ich habe da immer nur so Beispiele angeguckt und so die Google und Wikipedia-Artikel und das war eben ODB, dann Soki vorher und vor ODBC. Und jetzt so richtig ORM bei Java, ich hatte mir glaube mal kurz angeguckt, wie das so bei Java so ist. Und ah genau, VT DBO hatte ich mal kurz reingeschaut. Das sah relativ ähnlich aus, nur dass man da diese Pre-Compiler-Stufe nicht hatte und deswegen wieder ein bisschen mehr selbst mit Queries rumarbeiten musste und wieder mehr datenbankspezifisch eben war. Das ist eben das Schöne an diesem Pre-Compiler-Schritt. Zwischencompiler-Schritt, dass der eben für einen die so das Datenbankzeug abnimmt. Man hat dann auch so ein sogenanntes Schema Evolving, das heißt, es gibt auch klare Regeln, so wenn man einmal sich das Objekt definiert hat,
dass er jetzt nicht plötzlich mit der nächsten Version das Datenbankschema wieder komplett anders aussieht, sondern dass er wirklich nach festen Regeln, kann ich mich irgendwie darauf verlassen, dass das Datenbankschema dann ungefähr so aussieht, beziehungsweise eigentlich sogar ziemlich genau, und muss dann sogar, dann muss ich mich mit meinen anderen Mitarbeitern dann gar nicht mehr auf ein Datenbankschema einigen, sondern eigentlich nur noch auf das persistente Objektschema. Und wenn die allerdings neue Features haben, dann wird das dann auch geupgradet und er schmeißt mir auch gleich die SQL, die DLs raus, um die Datenbanktabellen aufzumachen, und dann muss ich mich eigentlich gar nicht mehr auch mit der Datenbank auseinanderfassen. Ich mache einfach nur noch das Objekt, wie ich es haben will, und sage ihm hier, ich hätte gern jetzt noch die SQL-Dateien für Microsoft SQL Server, und dann schmeißt es der Compiler raus. Ich stopfe das in mein SQL-Interface rein und fertig. Und muss mich dann eben nicht mehr um die Persistenz kümmern. So ein bisschen, dann habe ich schon fast so das, wie bei Mac, das Core-Data-Gefühl schon so ein bisschen. Obwohl ich Core-Data nie direkt benutzt habe, aber das hat mir dann so ein GUI-Designer, glaube ich. Sonst Fragen, Anmerkungen, Wünsche? War halt mein erster Vortrag, und wie gesagt, ich nehme C++ seit einem Jahr oder so, nicht mal. Ja, und habe mir da das Rostrup-Buch gekauft und das Herbst und C++ Primer und Concurrency in Action, beides noch nicht durchgelesen, weil es vielleicht bei der Hälfte im besten Fall. Habe aber jetzt natürlich schon starke Meinung, was gut und was schlecht ist. Bin sogar auch schon über das Problem drüber gestolpert, dass das Features von SCD Async andere Features sind als normale Features. Das sind eben besondere Features, weil die blocken im Destruktor, was Visual Studio 2013 natürlich erstmal nicht macht. Die haben dann einen Bug drin, die halten sich ja nicht an die Spezifikation. 2015 macht es dann wieder. Da habe ich mich kurz drüber aufgeregt, bis ich dann wieder gemerkt habe, Moment, das ist ja auch blöd, da ist so ein, quasi ein Fehler in der C++-Spezifikation ja drin, dass es da besondere Features gibt, die ich nicht unterscheiden kann. Und da habe ich dann gemerkt, ja, eigentlich hat es da Microsoft quasi schon richtig gemacht, dass die eben im Destruktor nicht blocken, obwohl ich da jetzt wahrscheinlich nur einer von den zwei großen Lagern bin, die sagen, okay, alle Features sollten demnächst im Destruktor blocken, und die sagen, alle sollten nicht im Destruktor blocken, aber das wäre so eine andere Diskussion. Aber ja, in sowas bin ich dann eben auch schon reingefallen mit den Features, genau. Ja, und wie man eben sieht, ich habe gemerkt, ja, das mit dem Exceptions ist ja alles richtig toll, solange das auch reich ist, weil sonst müsste ich ja mir merken, oh Gott, dann muss ich das freigeben. Und ja, wenn ich wahrscheinlich C++ vor C++ 11 hätte benutzen müssen, wäre ich wahrscheinlich schreiend zu Java oder C# gerannt. Aber so kann man das tatsächlich benutzen. Ja, ich dachte mir, viele Daten und schnell, und irgendwann will ich eventuell mal mein Studium abschließen, und dann wollte ich, ich bin gerade im fünften Semester, ja, also noch ist alles schön. Und dachte mir, ich wollte eher so in die Echtzeitsysteme und sicherheitsgerichtet eventuell und embedded, allerdings jetzt nicht so hardcore embedded, sondern eher so, ja, hier, guck mal, dass der Code wirklich das macht, was er soll, und dass er vielleicht noch Echtzeitanforderungen hat, und da dachte ich mir, und hier kann ich eben, wenn ich genau schreibe, das ist halt so eine schöne, auch so eine schöne Klugscheißersprache, ne? Ich kann, der Sprachumfang ist so groß, und wenn ich die einmal richtig halbwegs auch nicht drauf habe, kann ich das auch schön schreiben, und dann sieht das auch schön aus. Bei Java habe ich Gefühl, muss ich natürlich auch schon Sachen schreiben, da kam es mir so vor, die Sprache hat man schnell drin, aber man muss da manchmal viel schreiben, und man muss sich erstmal durch Tonnen von Dokumentation von der Standardbibliothek durch. Und hat dann wieder vergessen, welche andere Klasse man brauchte und welches andere Interface. Und hier eben schon allein durch die Operatorüberladung sieht das eben hübsch aus, aber es sind natürlich alles immer zweischneidige Schwerter. Ich kann Operatorüberladungen so machen, dass es keiner mehr lesen kann, ich kann mit Templates Magie machen, dass es keiner mehr versteht. Irgendwann verstehe ich hoffentlich, nur ich habe da auch schon ein Template geschrieben, aber ich musste eben auch gleich eigentlich Template-Traits, glaube ich, nehmen. Obwohl mein Struster-Buch gleich gesagt hat, ja, I think that traits are overused. Und ich dann gleich wieder, Dankeschön. Anders kann ich mir aber gerade nicht vorstellen, wie ich das schreiben soll. Und ja, und man merkt eben, dass so die meisten Konzepte bei C++ sind ja alle daraus geboren, dass ich immer noch an die Low-Level-Maschine denke, die da irgendwo rumliegt. Aber ich geil mich eben dann dran auf, wenn ich dann den Windows-Ressourcen-Manager habe und mein C-Einleseprogramm eben auch schon multithreaded ist, was natürlich ein Heidenaufwand war, das in C multithreaded mit C11-Threads zu schreiben, mit einem Threadpool wohlgemerkt, fragt lieber nicht, und dann schon sehr, ja, hier 13 Threads und dann nochmal der Service, der auch nochmal natürlich multithreaded ist und den Threadpool von SCD Async nimmt
Und dann ist das eigentlich sauschnell und das Einzige, was Ressourcen wegnimmt, ist der Microsoft SQL Server so. Ich denke, ja, und wenn das Ding jetzt nicht nur 4 GB haben würde, sondern irgendwie auf einer großen Maschine mit 32 GB RAM und am besten noch verteilt mit der großen Microsoft Data Center SQL Server Lizenz, dann rennt das aber sowas von. Also die 6 Millionen Datensätze hatte ich auch schon in 10 Minuten importiert. Wohlgemerkt, importieren dauert ja da schon sehr viel länger, weil die ganzen Indizes pflegen muss. Und so kann ich dann aber auch über die 6 Millionen Datensätze innerhalb von so Sekundenbereich auch mal über alle Datensätze irgendwie mir eine Standardabweichung drüber geben oder nur folgende ausgeben lassen. Während die das vorher irgendwie in Excel reingeschmissen haben und das hat nach meiner Erfahrung dann spätestens so ab 10.000 Zeilen oder so natürlich den Geist aufgegeben. Geschweige denn, was sie da an Handarbeit hatten. Na, ich hab dann gelesen, dass es tatsächlich Passwörter gibt für Programme, die nichts anderes machen, als irgendwo Daten zu nehmen und die zu konvertieren und in Datenbanken zu schreiben. Ja, hat mir mein Bruder auch gezeigt, der Oracle Gold zertifizierte Firma arbeitet. Er hat mir auch gesagt, hier nehmen Oracle irgendwas, da gibt es eine Express-Version, mehr brauchst du nicht. Ja, klar. Ja, aber ich meine. Okay, das sind die ersten drei Zeichen sind dieses Feld, man mappt das mit drin, also die werden mapping beschreiben. Genau. Und dann pumpt er das dort rein und dann auch wahnsinnig schnell. Na klar. Ich bin auch fest davon ausgegangen, dass das mal viel schneller und besser geht, als ich das gemacht habe, aber ich habe dafür eben quasi. Ich dachte eigentlich schon, weil die sind wo angeblich irgendwie bei Data Warehousing und Big Data und nächstes Passwort hier einfügen mit Marktführer. Ach, gibt es Tausende. Ich habe da Passwörter über Passwörter gelesen. Aber das ist eben, ja, aber so habe ich mir eben gedacht, ja, ich schreibe jetzt was Hübsches. Wurde da erstmal in Ruhe gelassen, ewig, bis dann irgendwann mal jemand die Frage gestellt hat, was machst du hier eigentlich? Dann hat man irgendwann mal ein Lastenheft geschrieben. Natürlich habe ich das Lastenheft geschrieben, war ja klar. Und ja, aber trotzdem Vertrag. Nee, immer her mit den Fragen. Ich reagiere dann natürlich immer so, als würde mich die Frage stören, aber das liegt einfach nur an meiner Persönlichkeit. Das war keine Kritik, aber nee, klar. Ja, ich wollte eben auch nichts Proprietäres weiternehmen. Also ich wollte wirklich mal gucken, so Reality-Check mit meinem naiven Ansatz, komme ich mit nicht bezahlter Software auch zu Lösungen? Weil das ist ja eigentlich so das Standardargument, was ich dann schnell höre, ja, ist ja alles hübsch, was du da mit PostgreSQL machst, aber wenn du dann großer Junge bist, dann vergiss es. Ja, nee, das und manchmal kommt es mir schon so vor, ja, da hat man teilweise manchmal recht. Hier habe ich halt gemerkt, ja, hier rechnet man oft nicht gegen. Klar ist eine Off-the-Shelf-Lösung, das wird wieder, also eine schon fertige Lösung oft schneller, aber oft läuft die dann auch wieder an den Kundenbedürfnissen vorbei. Ich habe zum Beispiel auch in einer großen Firma gearbeitet, da war ich nicht Informatiker, sondern da war ich so Laborangestellter und die hatten sich auch irgendwann mal 2002, sogar bei der Firma meines Bruders erstaunlicherweise, für eine sechsstellige Summe sich damals ein System bestellt, für die ganzen Messungen und für die ganzen Proben. Die hatten da ihr eigenes, so ein eigenes Framework auch und hatten dann so eine Seite und hat man das hübsch gemacht. Ja, und wurde natürlich nie ein Wartungsvertrag irgendwie abgeschlossen, weil der ist irgendwann ausgelaufen, an 2006 oder was auch immer. Und dann hat irgendein Elektrotechnik-Absolvent dann angefangen mit PHP dann die neuen Features, die man brauchte, irgendwie draufzusetzen. Was dazu geführt hat, dass natürlich irgendwann die Seitenladezeit von dem wichtigsten Arbeitselement, nämlich einfach von der Tabelle, wo die Arbeitsaufträge drin waren, so die Analyseaufträge. Die Tabelle hatte vielleicht 50 Einträge oder so. Die hatte Ladezeiten von über 15 Sekunden. Und ja, das war alles natürlich Arbeitszeit, die irgendwie in den Orkus ging. Und da habe ich immer das Gefühl, ja, ich habe eben gezeigt, ja, das geht auch mit freier Software. Hätte man mir einfach nochmal 5.000 Euro in die Hand gegeben, wäre es noch viel schneller gegangen, weil dann hätte ich einfach die Supportverträge. Ich finde das Geschäftsmodell eben ganz elegant, dass ich sage, okay, hier habt ihr eine Bibliothek, da habt ihr eine Copyleft-Lizenz, könnt ihr euch dran rumspielen und könnt ihr machen, was ihr wollt. Und wenn ihr aber irgendwie einen Anzug tragt und da irgendwie konservativ seid, dann könnt ihr auch hier Schulung und Support und Erweiterung bei uns kaufen
Und das finde ich eigentlich ganz okay. Und das ist auch bei ODB. Ich habe sogar schon bei... Ja, genau. Ja, aber ich meine, die bieten ja auch die kommerzielle Lizenz an. Und wenn die einfach... Ja, das ist eigentlich noch schöner natürlich. Genau. Genau. Den musst du sogar dazu liefern. Aber ich meine, deswegen machen die es ja oft so, dass die eigentlich, beziehungsweise das passiert ja von alleine, dass niemand außer denen da groß dran rumentwickelt und so bleibt das Urheberrecht bei denen und so können die dann noch andere Lizenzen ja dazu liefern, wie die wollen. Eben auch eine kommerzielle, wo du kein Copyleft hast. Kannst du dann bei denen kaufen. Bei ODB wahrscheinlich auch so um die 1000. Also bei VT habe ich schon gefragt, weil ich die zum Beispiel auch gefragt habe, die haben da so einen Plot-Widget und da kann man hübsch plotten, aber da gibt es keine Error-Bars, also so für... Eine GPL natürlich mit Copyleft, aber es gibt eben auch eine proprietäre von denen. Ich muss denen den Source-Code dazu geben. GPL heißt ja in dem Fall, dass... Ja, dann müsstest du jedem, dem du das Produkt gibst, auch den Quellcode geben. Genau, die waren zwar nicht so klug, bei dem anderen Studenten, den sie mal hatten, nach dem Quellcode zu fragen, sodass irgendwann mal gesagt wurde, hier, da hat er schon mal ein Student was geschrieben, benutzt das doch. War irgendeine C-Sharp-Anwendung, die man nur mit Mausklicks bedienen konnte und keiner wusste, wo der Quellcode ist. Weil die ihn danach gefragt haben. Und dann so, hier, ruft den Studenten doch mal an oder hier ist seine private E-Mail-Adresse, freundlich gefragt, kam nie was zurück, ja. Aber ich kenne auch Leute, die bei einer anderen großen Firma als Werkstudent gearbeitet haben und die wussten nicht, was ein Versionierungssystem ist. Und die hatten das dann mit Final in irgendwelchen Shared-Laufwerken rumliegen. Also ja, Final, jetzt aber wirklich Final. Jetzt aber wirklich, wirklich Final. Ja. Genau. Genau, jetzt auch bugfrei. Naja, ich meine. Wahrscheinlich schon, weil können sie ja mit dem GPL stellen, weil dann könnte ja der Vertragspartner die offenlegen. Das Prinzip ist, dass du als Firma jemanden das kostenlos als GPL zur Verfügung stellst. Genau. Und wenn er das aber kommerziell benutzt, dann bist du ja ein Urheber, das heißt, du kannst bestimmen, wie der Rechte darauf sind. Genau. Dann gibt es ihm natürlich eine Lizenz, die ihm das genau so ermöglicht, wie er auch bezahlt hat. Genau. Es darf nur nicht jemand anderes kommen, für die in deren Datenbank was reinentwickeln, die übernehmen das, dann können sie die kommerzielle Lizenz natürlich nicht mehr anbieten, außer die fragen den, hier gibt es auch dein Okay, dass wir auch dann noch folgende Lizenzen anbieten. Ja, das ist ja bei einem großen Projekt. Aber ich meine, ja. Oder bei Qt, du musst, als wenn du kontinuierten kannst, musst du so ein Agreement machen, dass die alle Rechte kriegen, um das weiterzuleiten. Aber ich habe sowieso das Gefühl, bei Open Source läuft das sowieso immer mit am besten, wenn du einen großen Pusher hast, weil sonst passiert oft nichts irgendwie. Das Soki schläft schon wieder nämlich langsam ein, die suchen gerade einen neuen Maintainer und gibt es einen Haufen offene Issues. Die haben zum Beispiel auch das Problem, wenn man irgendwie, ich habe da nvarchar max benutzt und schreibt dann den Log rein, wenn der Importer irgendwie die Datei nicht lesen konnte und wenn das länger als 4000 ist, dann gibt es eine Exception und obwohl es das eigentlich können müsste und das ist so eine SQL-ODBC-Eigenheit, die haben es immer noch nicht richtig umgesetzt und hatte auch ständig Building-Probleme. Wie gesagt, MinGW, da ist man wirklich total am Arsch. Eine Pull-Request, im Moment war ich erstmal nur am Issue-Schreiben, weil mich in deren Code reinzudenken war schon mal gar nicht so leicht. Also, die haben dann zwar auch... Ja, ich wurde schon gelobt von dem einen, der anwesend ist. Man möge eventuell schon wissen, dass ich es tatsächlich richtig mache und nicht irgendwo ein Fehler ist. Ich schreibe mir irgendwie meinen eigenen Patch und dann geht das halbwegs, sondern ich recherchiere wirklich und schreibe ein Issue und irgendwann nach ein paar Monaten wird es dann vielleicht gefixt und reagiere dann sogar nochmal. Ich versuche ja auch gerade das schon den Schritt weiterzumachen und gleich selbst ein Pull-Request zu schreiben, wenn das auf GitHub zum Beispiel gehostet ist. Aber lasst mir Zeit, ich mache das erst in einem Jahr, so schnell bin ich auch noch nicht. Ich versuch's. Also bei der. Danke. Naja, mache ich auch jetzt wieder Tutorium. Ich habe davor auch zwei Semester Tutorium gemacht. Eigentlich wollte der Prof da jetzt bei der HNTW
die von den Studiengängen drunter welche nehmen. Da hat er mir vor ein paar Wochen eine E-Mail geschickt. Ich habe keine gefunden. Herr Klemm, Sie haben doch mal angedeutet, wollen Sie nicht bitte? Ich würde mich sehr freuen, Zitat Ende. Ja, also wie da manche programmieren, besonders C, wir fangen halt auch mit C an. Ist gut und schlecht. Ich glaube, für einen richtigen Informatiker gehört sich das schon irgendwie. Aber bestes Beispiel, ich hatte mir von Galileo Press auch die Bücher von Jürgen Wolf damals gekauft. Ich hoffe, ich hatte eigentlich gehofft, dass jetzt schon ein Raunen durch den Raum geht, wenn der Name fällt. Die sind auch bei Google, die haben das C-Buch von dem auch gleich kostenlos beim ins Internet gestellt. Das hatte ich damals auch und auch sein C++-Buch. Das ist so voll mit falsch und blödsinnig und falsch erklärt und da ist undefined behavior en masse drin, der versteht nicht, der widerspricht sich selbst. Gut, ich rannte jetzt halt über einen einzelnen Autoren ab, aber die nehmen dann halt auch irgendwie Google, lesen keine Manpage, obwohl man denen schon sagt, hier, da ist Dokumentation da, sogar schon ohne Internet Manpage lesen. Hab da auch schon... Nee, da gibt es dann auch eine Webseite, die einfach die Manpages nochmal anbietet, aber wir haben da auch ein Linux-Rechnerkabinett. Aber in beiden so geht das schon los. Oder irgendein Beleg steht an, dann kopieren sie sich den Code von jemand anders, doktern dann drumherum, damit es nicht direkt ein Plagiat ist und die Codebasis an sich ist schon so schlecht und brauchen dann 3 Wochen fürs Debugging und es läuft immer noch nicht. Und ich habe es in 2 Wochen geschrieben und habe was dabei gelernt, aber das ist halt... Ne, ich tue ihn mal outen. Derjenige, der da sitzt, er heißt Jobs und der hat mich schon immer ganz gut indoktriniert, dass ich auf die richtige Bahn gerate beim Coden. Der hat nämlich auch schon immer gesagt, ja, und mach das bloß nicht so und da ist das Richtige. Ich habe sogar schon, wohlgemerkt, ich habe schon www.c++, also cppreference.com, nehmen ja die meisten wahrscheinlich von euch auch, da habe ich schon einen Fehler drin korrigiert. Da war nämlich bei SCD Shared Future, stand nämlich drin, dass man da auch nur einmal get aufrufen könnte, was nicht stimmt. Hab dann nochmal extra ins Draft vom Standard geguckt, weil leider kommt man ja an den ISO-Standard auch übers Loop-Account nicht einfach so ran. Nochmal extra ein Draft und hier folgende Paragraph, da steht drin, nee, der Shared State ist da nicht zerstört, kann man nochmal nicht. Ja, ich bin ein Klugscheißer und deswegen liegt mir natürlich C++. Ja, sonst Fragen oder... Nee. Der Professor, also ich muss da sagen, der Professor, der das macht, ist auch derjenige, der mir das Tutorium versorgt hat, ne? Deswegen kann ich da, nee, aber der ist schon okay, aber der hat eben auch mal mit Lochkarten angefangen, ist eigentlich auch noch nicht das Problem, aber er macht halt auch viel so Mikrocontroller und Admin-Mikrocontroller und man merkt, er hat noch so ein bisschen den K- und R-C-Style drauf und ja, nee, na klar. Ja, ja. Ja, ne, vergiss es, genau. Ja, ich meine... Genau. Ich hab ja auch selbst gemerkt, es gab ja irgendwann mal die Einsicht, okay, mit Selbstspeicher kann ein Entwickler nicht umgehen, deswegen machen wir Managed-Sprachen mit Garbage Collector. Und da kann man jetzt auch so ein bisschen drüber lachen, aber das ist mir auch gefallen, wenn ich jetzt nicht C++11 hätte, ich wüsste genau, dass ich mein Programm irgendwo einen Speicherleck hat, weil irgendwo würde ich es doch mal vergessen, irgendwo würde vielleicht doch mal eine Exception geworfen werden können. Ja, aber das... ist auch nur so Laufzeit und es ist immer noch nicht wasserdicht. Ja, aber die kann auch per Design natürlich nicht 100... Ja, und auch Valgrind kriegt nicht alles, besonders sowas. Ja. Ja. Nee, ich meine, ich hab ja auch selbst gemerkt, ich reg mich manchmal über Fehler auf und dann fällt lacht darüber und merkt dann, ja gut, das ist noch alles nach C98 geschrieben, da hätte man es nicht besser machen können. Also das merke ich. Mir ist mir aufgefallen, dass halt viele Sprachfeatures nimmst, die aus C++ oder so entstanden. Wo ich bei mir selber
Ja, nee, das ist wirklich schön. Da gibt's. Ja, so ist das eben das Schöne, wenn zum Beispiel in dem Thread, der da asynchron läuft, eine Exception kommt, dann crasht ihr das Ganze nicht, sondern die Exception wird in dieses Future reingeladen und derjenige, der das Future dann holt, der kann die Exception dann fangen und das kann man auch ohne die Futures machen, da kann man dann Package Task nehmen oder was nicht der. Genau, da kriegst du dann auch ein Future, aber beziehungsweise nicht Package Task nur, sondern wie ist das andere nochmal, das, was dazugehört? Es gab ein Package Task und es gab ein. Ich hab's vergessen. Egal. Aber, ne, ich habe halt gemerkt, aber natürlich habe ich einfach schon, weil ich habe eben gemerkt, wenn ich jetzt in der freien Wirtschaft irgendwo hingekommen wäre, ich hätte da quasi mit einem normalen Gehalt nicht überleben können, weil ich schreibe natürlich viel länger als okay ist an dem Projekt. Ich schreibe da seit bestimmt insgesamt 5 Monaten dran oder 6 Monaten, nur weil ich so günstig bin als Werkstudent, kann man sich das leisten, weil mir ist auch ganz klar, als normaler professioneller Entwickler hätte ich nie so viel Zeit, mir Zeit zu lassen und da hübsch zu schreiben und dann doch mal wieder alles zu ändern. Das ist überall. Es gibt überall Falten und es gibt überall Leistungsträger und Mitläufer. Ja, aber ich hab ja, nee, klar. Ja, aber ich hab eben wirklich auch sofort gemerkt, das Schwierigste war wirklich, mir ein gutes Interface für eine eigene Klasse auch vorher auszudenken, bevor ich das schon rumimplementiert habe. Dann denke ich mir, nee, da brauche ich doch mal eine Methode und nee, das Interface muss ich nochmal ändern. Das ist so, finde ich, mit das Schwierigste. Also wirklich, dass man gleich auf ein halbwegs gutes Interface kommt, was man nicht noch 5-mal abändern muss, das ist so. Er hatte mir zum Beispiel heute bei Stack Overflow hatte ich da eine Frage gestellt, und zwar hatte ich die Frage, ich habe eine Map und ein Set, die haben beide den gleichen Key und ich will jetzt alle Keys, die nicht in dem Set sind, aus der Map löschen, mit ihrem Value natürlich. Kann ich das nicht auch irgendwie mit SCD, mit einem SCD-Algorithm machen? Stellt sich heraus, nee, das ist gar nicht mal so leicht, weil dann hat nämlich einer geschrieben, ja, das schreit doch nach dem Remove-Erase-Item, dass ich dann SCD-Remove rearrangiert dann, Remove macht dann so, okay, die gelöscht werden, die kommen hinten dran und vorne kommen die sortiert vorne dran und dann gebe ich dann einfach dem Erase die Range da hinten und der schneidet die weg. Das geht aber natürlich bei einer Map nicht, weil die Map hat ja die garantiert. Nein, das geht auch mit SCD Difference Diff nicht so einfach. Ich habe da auch geguckt. Nee, die sind auch const, also man kann, na gut, ich habe es ja gerade nicht, aber du brauchst bloß bei Stack Overflow, Superlocus, da nach den letzten Fragen schauen. Also könnt ihr auf markusklemm.net gehen, da solltet ihr auch irgendwo meinen Link finden zu Stack Overflow. Nee, so einfach war es nicht. Er hat dann hier eine Lösung mit S-FINA-E, also hier mit Substitution, ja, Failure, ist not in. Das ist aber noch ein kleines Problem. Das große Problem ist, dass du die STD-Algorithm nicht aufschmeißen kannst, weil du die Objekte in der STD-Map nicht, also du kannst die Reihenfolge nicht ändern. Genau, du kannst sie nicht moven. STD-Algorithm arbeitet quasi nur mit Reihenfolge ändern. Deswegen klappt das nicht. Aber ich meine, das ist ja auch. Ist ja auch. Genau. Ja, aber ich meine, es muss ja auch so sein. Ich meine, das ist ja per Intens. Genau. Und ich meine, wenn man drüber nachdenkt. Ja, das hatte ich schon längst gemacht, aber ich meine, wenn man drüber nachdenkt, muss es ja auch so sein, dass die Map einen da nicht so rumändern lässt, weil die heißt ja nicht umsonst ein Ordered Container, die hat ja nun mal die garantiert, dass sie die ganze Zeit sortiert ist und dafür ist sie ja da. Und dann wäre es ja blöd, wenn man dann allerdings genau, nach dem Value, nach dem Keys, genauso wie ein Set. Deswegen ist es ja ein Ordered Container. Gibt auch. Ja, die gibt's auch. Das sind ja die Unorder. Die. Genau. Sonst hätte ich von einer Unordered gesprochen.
Aber so habe ich dann halt eine Schleife, die guckt dann halt mit SED-Find und wenn der Endpointer SED-Find zurückgibt, dann ist es... Genau. Dann guck also mit Find, guck ich über Map drüber und wenn Find das nicht findet, gibt er ja den off the end. Ja, normalerweise ja. Aber dort ist natürlich... Ja... Sollte fix sein, sollte O von Log N sein. Ja, das, ich meine, das habe ich ja auch beim Info. Das hat. Ja, das habe ich auch gelesen. Die nehmen definitiv einen Rot-Schwarz. Also es steht drin, dass es wahrscheinlich ein Rot-Schwarz-Baum sein wird, aber... Ja, das ist ja der Sinn an dem Rot-Schwarz-Baum. Ist, oh, sorry. Ja. Das ist so. Ja, ne, das. Ja, es gibt natürlich eine Größe, aber die Größe ist jenseits von guten Lösungen. Also, wenn du schon Millionen Einträge oder so brauchst. Du hast halt, glaube ich, halt den Unterschied: 1 Cache und 2 Cache gleich. Speicher, der Faktor ist sehr, sehr groß. Dementsprechend ist auch der Faktor bei der Datenschutz. Wenn die aber eine feste Größe ist, dann kommt auch an die Größe deiner Daten. Also, da gibt es dann schon. Ja, Profile musst du immer. Ich hab da ja auch gelesen, so wenn du irgendwie SCD-Set bei Google eingibst, ist so der eine Top-Treffer sofort, warum man kein SCD-Set benutzen will. Weil die dem auch sagen, wenn du das sowieso schon sortiert bekommst und da nicht rummodifizieren wirst, dann nimm doch einen Vektor, weil dann schreibst du es ja sowieso in der Reihenfolge hin und dann bist du viel schneller. Weil das Einfügen natürlich beim im Worst Case bei dem Set natürlich nicht so schnell ist, weil eben durch den Baum durchjagt und alles noch die Daten dazu hält. Aber ja, natürlich, aber ich meine, wenn du das zum Beispiel jetzt von der Datenbank bekommst und dann hast du ja sowieso schon deine Order-By-Klausel drin, dann kannst du es ja erstmal in den Vektor stopfen und. Ja, nee, also.
Ich mache das zum Beispiel, ich schreibe schon immer Set und Map hin, wenn ich zum Beispiel sage, das soll jetzt, muss jetzt sortiert sein, schon damit man semantisch sieht, okay, der nimmt jetzt hier Map, okay, damit will er mir sagen, das soll jetzt als Interface wirklich unique und sortiert sein. Und dann ist es mir auch egal, wenn da nur irgendwie 2-3 Items drin sind, dann denke ich mir auch schon, so ist es aber semantisch klarer, von dem Profiling jetzt mal abgesehen. Und ja. Ja, genau, das ist, steht drin. Du kannst ihm sogar als Template-Parameter sagen, dass er die nicht den kleiner Operator nehmen soll zum Sortieren, sondern du kannst ihm auch eine beliebige Vergleichsfunktion geben. Also alles getemplated durch und kannst du das nach sonst was sortieren. Ja, natürlich. Aber sonst gilt ja, was ich schon tausendmal gehört habe, auch für Herbstarter oder auch Storstop hat ja gesagt, im Zweifel ist halt immer ein Vektor schneller. Wegen Caching. Das nimmst du ja nur dann, wenn du wirklich merkst, da ist ein Bottleneck. Wenn es semantisch klarer ist, und wenn es semantisch klarer ist, wenn du ein Set oder ein Map nimmst und du vielleicht, was weiß ich, nur 100 Einträge hast, dann ist es scheißegal, ob das nur eine Nanosekunde braucht oder 10. Das ist ja auch das, was ich im Tutorial immer sage, berichte ich mich, wenn das falsch ist, aber ich sage auch immer, schreibt den Code nach Lesbarkeit und lesbarer Code ist schneller Code. No, one thing about optimization, don't. Das ist das Lustige auf. Das ist so, dass der Chandler letztes Jahr eben gesagt hat: Alle Datenstrukturen außer Vektor kannst du vergessen. Also String und Vektor sind die einzigen relevanten Datentypen, die existieren. Alle anderen Datentypen in der Standard Library kannst du eigentlich vergessen. Du bräuchtest viel optimiertere Datenstrukturen und die musst du am Ende alle selber schreiben. Wenn das Performance relevant ist, kannst du die nicht mehr vergessen. Das ist natürlich initial, wenn du dem Schüler das beibringst, sagst, ja, mach das semantisch, damit du das auch in 2 Wochen noch lesen kannst, damit du auch überhaupt mal eine Ahnung hast, wie die Algorithmen grundlegend gedacht sind. Kommt ja auch weniger auf Performance an, also es ist halt mal noch total geil. Ja, das Problem ist, wenn es auf Performance ankommt, dann ist halt meistens die Architektur nicht mehr änderbar. Und so eine grundlegende Änderung, wie ich habe hier, was ich, einen riesen Hub-Level zu verordnen in Qt, kannst du dann eben nicht mal eben spontan sagen, ja, das Performance ist jetzt scheiße, wir wollen das um. Das geht halt nicht mehr, dann ist es gefressen. Du musst es halt initial schon irgendwann mal durchdacht haben. Ich weiß nicht, wie die aufgebaut ist, aber soweit ich weiß, hat Oberfläche etc. Das ist halt Co-Object und von dem ist alles abgeleitet, wie in Java. Ja. Und das hat halt riesen Objektfreiarbeitsräume. Und damit entstehen halt riesige Objekte, die dann, keine Ahnung, an die 40, 50 Properties haben, die dann aber teilweise auch selber wieder komplexe Objekte sind. Ja, das und da entstehen tatsächlich so viele Objekte in dem Qt-Bauen, dass das, dass man das merkt. Problem ist da halt immer noch. Nee, das ist ja ein zum Beispiel gewesen. Andreas, aber da würde ich jetzt Schluss machen, ne? Da würde ich jetzt von der Bühne runtergehen. Ich stehe immer noch dumm rum. Vielen Dank. Ich wollte eigentlich nochmal Dankeschön.
Was ist noch? SQL PP 11. Hast du da schon mal was von gehört? PP? Also SQL plus plus 11. Nee. Das ist von einem Münchner geschrieben, der hat auch einen Vortrag darüber gehalten schon. Und die zielt darauf ab, alles mit C++ abzuwickeln. Also er kann auch so ein Mapping von Datentypen. Und wenn, wie ich das richtig gesehen habe, dein Hauptanwendungsfall eigentlich ist, dass du die Daten queryen willst und auch komplexe Queries bauen willst, ja, dann funktioniert das doch ganz gut, weil der kann eben sozusagen in C++ 11 die Query sehr cool zusammenstückeln, kannst du in Zonen verteilen und kriegst am Ende, glaube ich, noch schönere Strukturen raus, als was du hier. Ich hab Angst, dass ich am Ende nur noch Datenbank machen werde, wie mein Bruder. Und ein Freund von mir hat mir allerdings schon gesagt, er hat Automatisierungstechnik studiert, hat gesagt, wenn du so viel mit SQL zu tun hast, dann such dir einen richtigen Job. Ja, ich weiß nicht, das Datenbank-Thema kommt mir manchmal ein bisschen langweilig vor, aber man kann da offensichtlich ganz gut Geld verdienen, weil irgendwie doch 3/4 aller Problemfälle sind darauf zurückzuführen.